Hallöchen, meine lieben YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Let's Play. Part Nummer 2 sind wir jetzt schon hier in Stardew Valley mit dem neuen Update. Wir machen weiter auf dem Hof. Ich habe auch den neuen Hoftyp. Und da machen wir heute weiter. Und wir haben ja letztes Mal schon unser erstes Feld und so gemacht. Mal gucken, was wir heute machen. Aber ich glaube, eine neue Angel wäre richtig, richtig cool. Und die Krabbenfallen. Ich will heute die Krabbenfallen bekommen, ne? Wir gucken, was wir alles schaffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Lasst auch ein Like da, lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr, sehr unterstützen. Und kommt auch gerne auf Twitch vorbei. Mich auch freuen. Das ist das Richtige. So, wir sind an Tag 7, meine lieben Leute. Wir sind an Tag 7. Und hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall hat mir jemand von den YouTube-Zuschauern geschrieben, ich kann ja auch hier meine Gießkanne auffüllen. Da komme ich aber gerade noch gar nicht hin. Guck mal, weil hier alles voll ist. Mit Zeug, ill. Und was wir dringend machen müssen, ist auch in die Mine gehen, ne? Wir brauchen unsere ersten Erze, damit wir hier das ganze Zeug verbessern können. Ihr kennt den Bums, wie das Ganze abläuft. Das haben wir am Anfang so von einem Farming gehen, dann muss man gleich mal alle Erze farmen. Und wir werden auch ganz viel für Community Center sammeln. Das steht natürlich auch an. Ey, das ist so nervig hier, dass hier alles rumliegt. Kann ja nicht sein. Ist ja Saustall, ey. Übrigens liebe ich diesen Farmtyp. Ich habe mir auch nochmal die anderen angeguckt. Vor allem, ich war auch in anderen Streams mit drinnen, mit dabei, die nicht neu angefangen haben. Und da habe ich die Farmtyps so ungefähr fast alle eigentlich wieder gesehen. Diesen Multiplayer-Farmtyp habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber egal, diesen Flusstyp und diesen Strandtyp. Ich muss sagen, ja, jeder hat so was für sich. Aber ich finde es halt mega cool, gleich mit einem Stall anzufangen. Erstes Mal brauchst du für einen Stall ja erstmal richtig viel Ressourcen. Also den ganz zu Beginn zu bauen, wäre einfach viel zu viel. Und dass das hier gleich vorhanden ist, ist halt auch finanziell cool. Finde ich zumindest. So, wir haben unsere ersten Pastinaken hier zum Ernten. Oh, Kira, vielen, vielen Dank. Das freut mich so, dass du dich wohlfühlst. Es soll ja auch ein Safe Space für euch sein. Ne? Ihr sollt euch hier wohlfühlen. Hier kann sich jeder wohlfühlen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann sowas schreibst, ist cute. Danke dir. So. Was habe ich eigentlich hier gepflanzt? Auch Pastinaken? Also ihr seht schon, wir haben jetzt die erste Pastinakenernte. Aber wir haben am ersten Tag viel mehr gepflanzt. Nicht nur drei. Das ist halt schon ein Nachteil dieser Farm. Die wachsen echt nicht gut hier. Wild. Wir verkaufen die aber, wir brauchen das Geld. Nee, wartet mal. Wir müssen ja was abgeben. Das kann man aber nachgucken hier in Stardew Valley. Und zwar hier. Genau. Wenn ihr da drüber hovert, dann blinkt dieses Teil hier. Wenn ihr das noch nicht abgegeben habt, falls ihr das nicht gewusst habt. Das ist schon sehr praktisch zu wissen. YouTube hat manchmal auch ziemlich... Was? YouTube hat manchmal auch ziemlich nützliche Tipps. Ja, die YouTube-Zuschauer sind toll. Die wissen auch sehr viel. Man braucht doch unnormal viel Kohle. Ja, genau. Man braucht echt viel Geld für den Stall. So, die Eier eingesammelt. Diese Quest ist noch immer verbuggt, ne? Oder? Nein, doch. Ernte ein Ei von deinen Hühnern. Ah, da steht jetzt was anderes. Aber ich habe schon geerntet. Hallo. Da ist vorher 5 Ei gestanden. So, minus 5 Ei. Aber ich habe gerade 2 Eier aufgehoben. Es juckt ihn einfach nicht. Alles klar. Achso, streicheln. Huffy, Puffy. Lass dich streicheln. So. Haben die hier Kacki gemacht? Nee, das ist nur so ein Samen vom Baum. Hätte ja sein können, ne? Vor allem auch 2 Hühner kosten ja auch einiges zu Beginn. Übrigens, ich habe sehr, sehr viele Neuerungen gar nicht gecheckt letztes Mal, weil ich einfach anderthalb Jahre, wie gesagt, nicht mehr gespielt habe. Und wir müssen uns das eigentlich mal angucken, was ich hier alles übersehen habe. Unter anderem hier unten. Kommen wir da eigentlich jetzt schon hin? Ohne hier irgendwo festzustecken dann. Ja. Also die ganze Farm ist neu, obviously. Aber hier unten
dieser riesengroße Baum ist leider ein Bug. Ja, aber es gab ja schon einen Fix. Also, du merkst ja, vorher ist da was anders gestanden. Das heißt, die haben das schon probiert zu fixen, aber es ist noch immer ein Bug. Also, es funktioniert noch immer nicht. Und ich dachte halt, okay, sie haben was umgestellt. Kann sein, dass sie es gefixt haben. Dieser Baum hier ist neu. Der war hier vorher nicht. Diese Bäume generell, da ist auch so einer. Ich kann ihn gießen. Der ist neu. Weird. Was ist mit dem? I don't know. Und Leute, ganz, ganz wichtig, keine Spoiler in den Chat, ne? Das führt zum Bann, also überlegt euch das dreimal. So. Die Sachen, die können wir wieder verkaufen for the money. Because we want the money. Because we're broke. Sorry, ich rede kein Englisch mehr, ne? Manchmal sind es einfach zu viel. Sprinkler wären auch richtig toll. Was können wir denn schon so herstellen? Hier gibt es auch richtig viele neue Sachen, aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, was es ist. Wir können noch keinen Sprinkler herstellen, okay. Aber ein Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuerlied, das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R, Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn es dann wird es zum Hit. Darum singt es auch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Hört, ihr hört das Spiel ja gar nicht mal. Manchmal sind die Twitch-Zuschauer einfach ein bisschen zu ruhig. Déjà-vu, Hallöchen! Und wenn du in meiner Hütte irgendein Klopfen hörst, bin ich das vermutlich. Nur ich, während ich an meinen Skulpturen arbeite. Habe ich das falsch vorgelesen? Ich denke ja. Was kann der Stern in deinem Inventar-Tab? Der ist neu. Der hier? Ja, das sind neue Sachen. Hier ein Schlüssel. Waldmagie, das haben wir ja. Ist das Gesöff, das man vom Zauberer bekommt? Ihr erinnert euch? Ja? Das ist das. Und das sind halt so diese magischen Sachen. Also das ist auch neu, dass man die jetzt hier sehen kann im Stadium. Was cool ist. Und dieser Buchclub, der da kommt, der ist auch neu. Ich habe mir da auch letzte so gefragt, okay, im Kalender hat man das nämlich gesehen, der ist da eingetragen. Ich habe mich gefragt, ist das neu? Ich traue mich jetzt nicht, das zu sagen, weil, keine Ahnung. Aber der Buchhändler, Buchclub... Der Buchhändler ist auch neu. It's new. So, wir bringen mal die Pastinake nach oben ins Community Center. Warte schon sehnsüchtig auf das Update für die Switch. Ja, das kann ich mir denken. Also, ich könnte es ja auch noch nicht spielen. Ich habe es ja auch ursprünglich auf der Xbox gespielt, weil es da im Game Pass mit drin ist. Aber wollte halt das Update direkt spielen, ne? Und deswegen habe ich es mir auch für den PC direkt zugelegt, weil als Streamerin muss das halt sein, ne? So, dann bringen wir hier mal die... Obwohl, nee, die sind nicht hier, die sind da oben. Da gehören die hin. Nein, nicht gieß... Wieso gieß ich immer? So, haben wir eigentlich die alle angepflanzt? Ich meine ja... Das wäre wichtig. Und was kostet die größere Tasche? Die brauche ich auch ganz dringend. Harvey hat heute nicht offen, es ist Sonntag. Oh, Mann, oh Mann. Ah, Harvey. Ja, meine ich. Warum sage ich Harvey? Oh doch, Pierre hat offen. Wann hat denn der zu? Ich glaube, die habe ich. Von jedem habe ich eins mitgenommen, ne? Und was kostet der? 2000. Mist, die habe ich nicht. No. Die habe ich leider noch nicht. So, aber dann gehen wir einfach mal in die Mine, schätze ich. Gucken, ob wir da ein paar Erze finden. Gerade auch
für meine Ausrüstung. Und später, ich will ja auch die Krabbenfallen und so bauen. Ich weiß jetzt nicht, welche Sachen ich dafür brauche. Aber Erze braucht man ja immer, ne? Also, das ist ja ganz wichtig. I think for the task you need a large egg, not a small one. Oh! Elite, thank you. Thank you for this information. I will see. We will see. Because I thought it was a bug, because there stands only egg. Not small egg, not large egg, only egg. So, I don't know. Gieß nicht immer alles. Okay, ich war ja noch nie drin. Hallo. Ich habe schon Glück manchmal. Manchmal aber auch nicht. Wir werden es sehen. So, da ist auf jeden Fall schon so ein Monster. So ein Schleimi. Ich glaube, ich lege mir kurz mal das nach vorne. So, ein Erzi habe ich auch schon gefunden. Das ist toll. Oh. Hä, ich habe das einfach gerade verwechselt. Mit der Sense. So. Komm her, kleines Schleimi. So. Boah, ich habe so viele Farming Games jetzt währenddessen gespielt. Und jetzt weiß ich gar nicht, es gibt ja diese Erzblöcke, aber random können die ja auch rausspawnen, wie gerade eben diese Kupfererze. Mein Inventar ist voll. Ja, ja, warte, ich schmeiß kurz die Blume weg. Die ist nicht so wichtig. Wo ist denn das jetzt, das Ding? Wir wollen übrigens, also wenn wir es schaffen... Wollen wir Stardew Valley hier... Oh mein Gott, das ist ja auch so random, wenn man die bekommt. Die Krabbe einfach schon. Wir wollen Stardew Valley durchzocken hier in diesem Let's Play. Also falls ihr ein bisschen länger Zeit habt... wird das eher ein ausgiebigeres Let's Play, weil ich möchte eigentlich wirklich zum Endgame kommen. Das wäre schon geil. Ich bin noch nie zum Endgame gekommen. Und ja, das erfordert sehr viele Spielstunden. Ich liebe dieses Spiel einfach, es ist so cozy. Jetzt ist es in der Mine auch noch cozy. Später ist es nicht mehr so cozy in der Mine. Aber jetzt ja. Oh nein, ich kann ja gar nichts mitnehmen. Ich hätte das Ganze hier weglegen sollen, bevor ich hier hingekommen bin. Ich muss das jetzt einfach zurücklassen. Das hilft ja alles nichts. Die Geode ist ein bisschen schade drum. Aber never mind. Wir werden sonst so viele Geoden finden. Es ist nicht so schlimm. Aber Mary Lou, ich verstehe es total. Ich liebe dieses Game. Ich bin schon wieder so im Fieber. Ich habe ja Dienstag so 2 Stunden knapp gespielt. Nach dem neuen Update. Und ich konnte gestern, ich konnte fast nicht widerstehen, ne? Aber ich wusste, ey, ich darf nicht spielen. Ich möchte das natürlich im Stream mit euch gemeinsam machen. Wir haben nicht alleine weiter zocken, das geht nicht. Ich habe mich zusammenreißen können. Oh, noch eine Geode. Manchmal habe ich aber auch sehr viel Pech. Oh, noch eine Geode, das gibt's doch nicht. Ich hau die Kohle weg. Obwohl, ich brauche die Kohle für das. Nein, oh nein, warum habe ich das hier mitgenommen? Ah, das ist so ärgerlich. Soll ich die Steine wegmachen? Eigentlich brauche ich die Steine. Ja, Steine brauche ich auch, aber... Was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun? Was bedeutet Endgame bei Stardew Valley eigentlich? Achtung, stille Schwester, nicht, dass dich jemand spoilert. Es gibt ein Ende der Story. Es gibt verschiedene Enden von der Story. Aber ich weiß auch nicht. Ich bin noch nie dort gewesen. Ich glaube, ich packe die Steine jetzt einfach weg. Ja. Weil 3 Geoden, da kann halt, was weiß ich noch, drin sein. Die stapeln sich ja eh. So. Ah ja, jetzt. Ich komme aber nicht mehr in die 5er.
Oh, es ist 4, okay. Oh nee, ich habe gar keine Energie mehr. Okay, ich muss raus. Hilft ja nichts. Oh, es ist schon Nacht. Whoopsie, ey, wir müssen wirklich die 2000 erreichen und den Rucksack kaufen. Das ist ja furchtbar. Mit den ganzen Tools hat man gar keinen Platz. Ganz schlimm. Also, das halte ich ja gar nicht aus. Aber wie kriege ich die am besten? Was verkaufe ich da am besten, Leute? Meine Eier. Die Eier von den Hühnern, die kann ich verkaufen. Wie viel habe ich denn da schon? Okay. Ich kann auch den Gotteslachs verkaufen. Hier, den goldenen brauche ich ja eh nicht. Oh, ich habe ja keinen Platz. Die Krabbe? Die muss ich abgeben, tatsächlich. Oha. Den Gotteslachs muss ich auch noch abgeben. Wo denn? Speisekammer? Bündeltier? Nee. Nutzpflanzen? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Handwerksraum. Konstruktion, Herbst. Exoten. Nee, da, ins Aquarium. Ah ja, Gotteslachs, ich habe den noch nicht abgegeben. Okay, ich dachte eigentlich schon, dass ich den abgegeben habe, aber gut, dass ich ihn noch hier habe. Okay, Krabbe ist hier. Krass, krass, die habe ich einfach in der Mine gefunden. Gotteslachs im Aquarium. Ja, aber einen kann ich verkaufen, ich habe ja noch einen zweiten. Also den goldenen verkaufe ich mal, da kriege ich mehr Geld für. So, ab ins Bettchen. Tag Nummer 8. Will ich die rosa Joy-Cons? Ich brauche echt eure Hilfe, ein bisschen zu schreiben. Ich will sie, aber ich kann sie mir jetzt auch nicht gleich holen. Ich glaube, die kaufe ich mir zum Geburtstag. Minenarbeitsstufe 1. Ich habe Spitzenhacken-Effektivität und die Kirschbombe. Oh, die Kirschbombe ist cool. Aber da brauche ich so viel Erz, ne? Vielleicht für den Anfang ein bisschen unpraktisch. Oh, nur 88. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Oh, Clint, hi. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du da ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Dankeschön, Clint, das ist super nett von dir. Oh, Pastinaken sind ready. Die kann ich verkaufen. Herstellung gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbahnen schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Genau das, was wir brauchen, meine lieben Leute. Ein wildes Pikachu erscheint. Hallo, Pika. Hallo. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eins deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Darf ich dich paralysieren, um deine Erze zu plündern? Nein! Aus! So, haben wir hier irgendwas, das wir noch abgeben müssen? Ja, die ganzen Ressourcen, aber die brauche ich jetzt erstmal. Also, so. Hering? Muss ich nicht abgeben. Die Sardine muss ich auch abgeben. Wir werden gleich ins Community Center gehen, aber vorher machen wir mal dieses Ding da, was er gerade meinte mit Schmelzen und so. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Oh no. Oh, ich brauche 20. Oh, okay, never mind. Ich habe zu wenig Kupfererz. Ja, alles klar. Dann nicht. Okay, dann brauchen wir die Krabbe. Wir brauchen Gotteslachs. Wir brauchen Sardine. Wir brauchen große Eier, ne? Das war die Bedingung. Fragen kann man ja. Alles gut, wie gern du. Alles fein. Hallo Mahi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Okay, wir haben nur kleine Eier. Ist nicht schlimm. Ich hab gar nichts gesehen. Wisst ihr, ich mache halt Rechtsklick. Ah, Linksklick. Wisst ihr, ich bin Linkshänderin und habe eine Links-Rechts-Schwäche, ne? Das ist eigentlich der Grund. Ich kann das einfach nicht. So.
in Games, wo man einfach Links- und Rechtsklick immer braucht, ist es einfach schwierig. So, die nehmen wir mit. Was brauchen wir noch? Stein, Holz, Holz. Also wie ihr seht, ich gucke immer, ob dieses Ding hier blinkt. Ich hover da überall drüber. Ich weiß, dass ich Stein brauche, da brauche ich aber 99. Okay, Holz nehme ich mal mit, weil da brauche ich auch 99. Die kann ich entbehren. Das ist gar nicht schlimm, beziehungsweise noch nicht. Hä, wieso solltest du für Fragen zahlen? Pika, was redest du da? Wieso solltest du jemals fürs Fragen zahlen? Ich sehe schon, für jede Frage kostet jeweils 1 Euro. Was? Glaubst du, ist das unsere Zukunft? Wenn ich so ein KI-Girl wäre, dann würde ich das vielleicht machen. Aber noch bin ich das nicht. Anscheinend. Das ist ja wild. Du willst, dass ich deine Frage beantworte? Kostet 1 Euro. Gott. Ey, wenn das mal jemand macht, ne? Der traut sich dann schon was. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will einfach direkt unfollowen, ne? Also ich hätte ja gar keinen Bock auf sowas. Sorry. Hallo Joma, danke schön für deine 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und hallo. Nee, Handwerker war das Tier. Nutzpflanzen, Nutzpflanzen, Nutzpflanzen. Hä? Wo war denn Konstruktion? War das hier unten? Bei einem Subathon wäre das aber möglich. Ach was, aber Fragen? Ganz normale Fragen? Oh, da brauche ich ja noch mehr. Holla, die Waldfee. Aber ich verlange doch nicht, um eine Frage zu beantworten. Ich kenne nur diese... Habt ihr das von... Warte mal, wer war das? Drachenlord? Nee, wie heißt dieser? Nee, Gurkensohn. Sorry, ich bringe die immer durcheinander. Gurkensohn, der diese App hier da promoted hat mit 5 Euro und ihr erfahrt mein Geheimnis. Oh no. Das ist wild. Oh, guck mal, was ist hier? Jeder wird dich etwas mehr mögen. Hä? Kann jemand für mich jeden im Ort Hallo sagen? Ja klar nehme ich das an, aber hä? Diese Quest hatte ich noch nie, außer halt die Anfangsquest. Ja? Es ist verschlossen. Danke. 10 Minuten noch. Ey, warte mal, ihr zwei. Alex, Shane, stopp. Ich muss mal mit euch reden. Wait. Okay, ich sehe das sogar hier schön aufgelistet. Darf ich jetzt hier anklopfen oder kriege ich da wieder die Krise? Nee, darf ich. Pam, hallo. Mein Kopf. Hast du gestern so lange in der Kneipe verbracht? Ha. Neue Quest, neues Update. Ha. Neues Update, neue Quest. Ich glaube, du bringst aber so durcheinander. Wollte ja deine Erde plündern. Naja. Nein. Oh, guck mal. Da ist so ein Ding. Warte mal, es geht... Oh. So. Ha. Lehm. Ich will kein Lehm. Für das habe ich keine Kapazitäten. Aber das will ich. Oh, Mist. Ich musste ja hier mit 300 Holz hin. Jetzt habe ich mein Holz hergegeben. Aber egal, fürs Community Center. Hat einen guten Zweck. Lehm ist wichtig. I know. Platz im Inventar ist aber auch wichtig. Okay, die Muschel kann ich schon wieder ins Community Center bringen. Das ist ja richtig heftig. Habe ich irgendwie Platz für... Hier? 50 Holz. Okay, wir brauchen mehr Kisten. Ich muss überall Kisten platzieren. Das Ding ist halt, in Stardew Valley kann man wirklich auch hier Kisten platzieren, solange man die nicht in irgendeinem Weg von einem Bewohner platziert, sonst wären die einfach gecrashed.
aber überall, wo halt nie jemand langläuft, kann man die platzieren. Aber man verliert dann sehr, sehr schnell den Überblick. So, guck mal, hier einfach nur mehr zwei Sachen. Ich bin so gut. Das ist Tag Nummer 8. Lebenssichte für den Silo. Ja, aber ich habe ja noch gar kein Silo. Kann ich mir auch noch gar nicht leisten. Guck mal, mein Geld. Ich habe gar nichts. Oh, ich muss Hallo sagen. Hallo, Gas, stopp. Ah, stopp. Nein. Wie viel Pech will man haben? Sam, du willst mit mir reden, oder? Hallo, Sam? Sam? Ja, Sam will mit mir reden. Guck, Harvey. Das ist jetzt Harvey, oder? Ist er Harvey? Ja! Okay. Jeder wird mich mehr mögen, ist ja cool. Das ist eine coole Quest. Oder würde das sowieso passieren, wenn ich mit jedem rede? Kriege ich da einen Boost? Ich hoffe, ich kriege einen Boost. Will schon was davon haben. So, du kriegst mal das und das. Und da läuft auch schon Emily rum, oder wie sie heißt. Caroline, sorry. Ah ja, Abigail. Ich habe ja gefragt, wer soll denn unser Romance werden? Also, wen sollen wir heiraten? Und ich glaube, die Mehrheit war für Abigail. Oh, warum bist du eigentlich Bauer? Warum bist du eigentlich Bauer geworden? Puh. Ich will haufenweise Geld verdienen. No. Leute, werdet nicht Bauer, wenn ihr haufenweise Geld verdienen wollt. Wird nicht ganz so gut funktionieren. Brassard, Hallöchen. Danke für dein Follow und herzlich willkommen. Die ist aber auch super süß. Ja. Ja. Ich finde hier die Girls einfach auch süßer als die Boys, ne? I'm honest with you. Es ist echter als ein Leben in der Stadt. Okay. Um in der Fußstapfen meines Großvaters zu treten. Ich wollte mein altes Leben entfliehen. Ja, sagen wir mal das, weil das stimmt so von der Story her. Das ist so ziemlich der gleiche Grund, weswegen auch ich hierher gekommen bin. Ja, Lia ist auch cute mit ihrem Zopf, ne? Die ist eigentlich super süß. Von wem haben wir denn mehr? Das war gemein einfach. Okay, 11 von 28. Muss ich diese Quest heute erfüllen? Muss ich das heute machen? Nee, 2 Tage. Okay, ich habe 2 Tage Zeit. Schön, dann gehe ich jetzt in die Mine. Ah nee, warte mal. Meine Muschel. Ich wollte meine Muschel verkaufen. Meine Muschel. Saat im Angebot. Ja, ja, ja. Ich kann ihm meine Muschel nicht verkaufen. Oh, die muss ich dem komischen Fischer da geben. Wie heißt er? Er heißt nicht Pierre. Das ist Harvey. Mit dem haben wir schon gequasselt. Willi, danke, Pika. Hallo, Mr. Yukon. Hallo. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Deshalb heirate ich nur Mädchen bei Stardew Valley, auch wenn ich als Mädchen starte, obwohl ich ein Junge bin. Also ja, alles gut. Fischi, danke. Willi ist es, genau. Oh, ich hab... Oh, no. Ich habe ja hier noch gar nichts erledigt. Das ist nicht gut. Wartet, dann werden wir gießen und angeln. Dann gehen wir morgen in die Mine, weil... Ich will ja auch die Krabbenreuse. Die ist für Geld ganz, ganz wichtig. Dann klatsche ich hier mal die Sachen rein, weil ich die jetzt nicht brauche. Ich brauche nur die Gießkanne und die Angel. So, und dann pflanzen wir hier gleich wieder neues Zeug, weil... Wir haben ja die Möglichkeit. Von wem haben wir die ganzen Samen nochmal bekommen? Weiß es gar nicht. Prost, Luke! Prost auf dich! Pika, bis bald! Auf ein baldiges. Herdere jetzt auch eine Frau, weil die Männer kannst du alle in die Tonne klopfen. Das ist echt so. Warum gibt es hier nur ja, so wenig Auswahl? Und irgendwie sind alle komisch. Ich meine, die zwei... Wo ich es mir vorstellen kann, die habe ich schon mal geheiratet in meinem anderen Spielstand, Sebastian und Sam. Die sind auch weird, aber haben auch ihre sehr weirden Momente. Aber für mich gehen die noch. Ich habe mir mal kurz überlegt, Elliot, aber der ist halt
so eitel auch. Schwierig. Ich brauche Wasser. I don't know. Übrigens hat auch auf YouTube jemand gefragt, bei dem ersten Part, wo denn Opas Schrein ist. Den haben wir tatsächlich auch noch nicht gefunden. Prost! Also Opas Schrein ist mir auch noch unbekannt. Diesen Kaulbarsch können wir auch verkaufen und den Hering auch. Und ich verkaufe mal ein Ei. Obwohl ich eigentlich auf die Mayonnaise-Maschine warte, ne? So. Aber jetzt halt erstmal im Fluss geangelt hier. War ich heute schon bei den Hühnern? Ich glaube nicht. Halb glücklich sind die. Nee, sie sind glücklich, aber sie haben mich noch nicht so doll lieb. So. Wir versuchen mal unser Glück beim Angeln. Das hätten die echt mal im Update beheben können. Was? So einen Mann hinzufügen? Meinst du so einen Mann? Irgendwie sieht die Angel auch gerade richtig weird aus. Oh no, Trash. Hallo Maya von TikTok, hey! Oh, noch mehr Trash. Was gibt's denn? Einfach einen Traummann hinzufügen. Ja, das wäre mal was gewesen. Es hätten sich halt auch alle auf ihn gestürzt, ne? Weil so von den anderen ist halt die Story schon bekannt und die Herzchen-Events. Hätten die da einen neuen Kandidaten hinzugefügt, alle hätten ihn geheiratet. Ich wette, es hätten sogar welche mit ihren Partnern auf den anderen Farmen Schluss gemacht, um den dann zu heiraten. Ich glaube, das wäre einem Skandal geendet. Oh, ein Schwarzbarsch, das ist neu. Und Kohle. Unsere verlorene Kohle. Ja, Maya, hast du echt Glück gehabt, weil eigentlich gucke ich nicht in den TikTok-Chat. Soll ich Pizza mitnehmen heute oder hast du schon gegessen? Ich habe noch nicht wirklich gegessen, Dr. Dodo. Pizza wäre schon geil. Apropos Traummann, ne? Fragt einfach, ob er Pizza mitnehmen soll. Sag welche. Ich denke mal Hälfte, Hälfte. Caprese, Vegetarianer. Ja. Warum fange ich hier nur Trash? Ich glaube, ich muss woanders hingehen. Es ist ja furchtbar hier. Ich gehe in die Stadt. Hier fängt man nur Schrott. Ich glaube, der Schrein könnte neben der Höhle sein. Okay, dann gucken wir mal nach dem Schrein. Wie viele neue Quests wir gerade haben immer. Muss ich den abgeben? Nö. Kann ich den ja eigentlich auch verkaufen mit Schwarzbarsch. Oh. So. Okay, wo? Obwohl, da oben? Nee. Auf der Suche nach dem Opa-Schrein. Oh no, ich komme hier ja gar nicht durch. Das ist ja eigentlich immer bei einem Wald. Nee, da ist kein Wald, da müssen wir darüber. Da brauche ich mal ein bisschen Zeug hier. Mein Werkzeug. Die Tage vergehen so unglaublich schnell. War das früher auch so? Kann man das umstellen? Mir vergehen die Tage zu schnell. In Stardew Valley. Jetzt sehe ich gleich wieder gar nichts mehr. Das ist so wild. Ich werde gleich nicht mehr zurückfinden. Nee, da ist zwar auch Wald, aber der Zaun ist da. Hä?
Hä, wo ist denn Opas Schrein in dem Spiel? Also in der Map. Nicht in dem Spiel. Ist oben. Okay, Fischi hat gespoilert. Aber es ist okay. Das ist noch okay. Warte mal. Komme ich darüber? Nee. Was? Boah, mir wäre es lieber später, ne? Hä, was meinst du? Da ist ja gar nichts. Aber vielleicht hinter dem? Wir gucken morgen, wenn es nochmal hell ist. Mir ist gerade so dunkel. So, ja, Bettchen. Ich soll mich stretchen. Ja, ja, Maya, ich erinnere mich noch an mein Hogwarts Legacy Let's Play. Definitiv. Das war, also das war die intensivste Zeit in meiner Let's Play-Zeit. Das war schon krass. Wir können jetzt Köder herstellen. Okay, das ist auch gut. Oh, und wir haben die 2000. Oder? Nee, nicht ganz. Mist. Aber fast. Sie einfach 2002. Mann, voll knapp. Aber we got it, Leute. Okay, wir gucken jetzt gleich nochmal nach dem Schrein hier. Er muss ja irgendwo sein. Okay, eine Kartoffel habe ich auch. Die muss ich ins Center bringen, ins Gemeinschaftszentrum. Das Gemeinschaftszentrum. Die brauchen wir dort. So. Gießen, gießen. Meine tägliche Aufgabe hier. Zu den Hühnern müssen wir auch. Wo ist Opas Schrein? Das gibt's doch gar nicht. Okay, hier ist die Höhle. Wir gehen jetzt einfach mal alles ab. Es ist doch egal. Oh, ja, meine Spitzhacke muss verbessert werden. Alles klar. Hier ist kein Wald. Hier ist eigentlich unmöglich. Hier geht's nicht durch. Nein, nein, nein. Das war so mein erster Guess, dass es hier in der Ecke ist. Aber nein. It's not. Es ist so krass, wie es hier aussieht. Aber meine Energie, ne? Ich muss ein bisschen sparen. Da wünschte man sich den Winter her. Zumindest die Gräser weg. So, hier war ein Guess. Ah, hier, oder? Aber da ist ja dann auch ein Plateau. Da! Da kann man hoch. Oh! Das ist direkt hinterm Haus. Oha! Okay, da habe ich es echt nicht erwartet. Dann kann man hier hoch da. Aber das ist ja eigentlich nur Teleport. Hä? Ich habe zu lange nicht mehr Stardew gespielt. Das ist ja auch kein Schrein oder so. Also Teleport ist da. Kannst du mal bitte kurz dieses Holz hier aufsammeln? Nein. Okay. Sophie, mir geht's sehr gut. Schön, dass du hier bist. Das ist es ja auch nicht. Da ist ein Busch dahinter. Ich gehe jetzt einfach mal die ganze Farm ab. Wird ja eh Zeit, das zu machen. Okay, hier kann ich nicht vorbei, ohne den zu fällen. Ich krieg so die Krise, weil ich nirgends langlaufen kann. Okay, okay, okay. Hier müssen wir auch irgendwann mal hinkommen können. Oder können wir da irgendwie hin? Muss ja, wenn da so viel Müll rumliegt.
Oder kann ich eine Brücke mal bauen, die ich jetzt noch nicht habe? Weil auf der Map ist jetzt hier auch kalt. Oh, ich sehe es nicht. Uncool. Ich kann hier nirgends rüber. Ivi, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oh, ist das alles reingefallen gerade. Also das ist, muss ich sagen, perfekt für Krabbenreusen hier. Also ich wüsste nicht, dass man in Stardew Valley Brücken bauen kann. Aber wie kommt man dann darüber? Ist ja irgendwie unmöglich, oder? Ich meine, ich werde schon rausfinden. Hier ist alles Fluss, 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 Fluss. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber einen Schrein würde ich jetzt nicht finden. Außer der ist da drüben. Kann ich mir nur vorstellen, dass der da drüben ist und wir irgendwann mal da hinkommen. But not now. Nicht jetzt. Daisy Hallöchen und Mimi Hallöchen auf TikTok. Hi. So. Jetzt habe ich halt wieder keine Energie mehr, um in die Mine zu gehen. Es ist am Anfang echt schwierig. Kleine Maus, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. So, meine Hühner. Habt ihr ein großes Ei gelegt? Sind die groß? Nee, die sind wieder klein. Aber ist nicht schlimm, meine Lieben. Ihr sollt mal groß werden und dann werdet ihr auch große Eier legen. So. Wo ist Huffy? Huffy! Ah, da. Ich sehe nur dieses Rot. Kleines Nilpferd, Hallöchen, wie geht's dir denn? Hi. So, Kartoffel gehört abgegeben. Und wir brauchen eigentlich dringendst Erze. Aber soll ich hier ein bisschen was essen einfach? Ich habe nur einen Lauch. Achso. Das ganze Zeug, das ich nicht brauche, muss ich hier lassen. So, das brauche ich nicht. Die Sense brauche ich nicht, die Angel brauche ich nicht. Oder sollen wir doch angeln? Oh, ich angel. Ich weiß, es tut mir leid, ich entscheide mich so oft oben, ne? Aber wir angeln lieber. Und wir müssen ja auch noch die Leute begrüßen und Hallo sagen. Da haben wir jetzt nochmal einen Tag Zeit. Huh. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Endlich Urlaub. Oh, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Das ist toll. So, meine Lieben, mit dir habe ich noch nicht geredet. Hier, 12. Das könnte knapp werden. Mit dir habe ich schon gesprochen. Vielleicht abends auch in die Kneipe gucken. Mit dem alten Mann habe ich noch nicht gesprochen. Alex habe ich schon. Okay, 13. Das ist halt wie die Anfangsquest, ne? Es ist so witzig. Okay. Zählt der Typ beim Jojamarkt? Oh. Zählt der? Nein. Nein, ich will nichts kaufen! Okay, ich kann sie mir eh nicht leisten. Nein! Oh, er ist beschäftigt, aber mit ihm haben wir schon gesprochen. Mit Pam habe ich auch schon geredet. Hat man jetzt schon so früh Hühner auf der Farm durch das Update oder spielst du den Spielstand schon länger? Nein, ich spiele den Spielstand erst seit Dienstag. Da haben wir angefangen. Und tatsächlich gibt es eine neue Map, die man auswählen kann zu Beginn. Und da startet man mit 2 Hühnern. Das ist voll cool. Die ist brandneu. Diese Map. Okay, also ich esse mal den Lauch. Und diese Blume ist ja nicht so doll. Nee, null Energie. Die verkaufen wir lieber. So, mit dir muss ich quatschen. So, jetzt haben wir mal die Hälfte. Aber wartet mal. Nee. So. Mit dir bringt's nichts.
fange mit dem App-Update auch wieder neu an. Freue mich schon voll. Ja, spielst du auf der Konsole dann wahrscheinlich, oder? So, mit Sam haben wir gesprochen, mit Penny haben wir gesprochen. Elliot, mit dem habe ich noch nicht gesprochen. So, 15. Dann fehlen noch Robin, denke ich. Hayley fehlt noch. Jasmine, glaube ich, auch. Die sind nicht da. Oh, jetzt wird es wieder abends. Ey, das. Hä? Sind die Tage immer so schnell vergangen? Das ist ja richtig schlimm. Auf dem Steam Deck kommt nur noch nicht dazu. Okay. Habe ich mit Mani schon gesprochen? Hier, Jasmine. Okay, Jasmine hatte ich noch nicht. Das ist doch Jasmine, oder? Ja. Wo ist denn Mani? Mani ist immer in der Bar, auch abends, oder? Weiß nicht. Ich angle mal kurz ein bisschen. Oh! Ich hab's nicht gesehen. Okay, Konzentration. Jetzt beißt nichts an. Okay, Konzentration. Also er schickt mir ja dann eine Nachricht, wenn ich die bessere Angel kaufen kann. Da brauche ich auch wieder Kohle. Der Anfang ist echt heavy. Ich freue mich auf den Moment, wo diese... Oh, hey, Hayley. Stopp! Geh bitte nicht in dein Zimmer! Nein! Hayley! Stopp! Oh, Hayley. Gerade noch erwischt. Jetzt sind aber auch die Blubbers weg, oder? Nee. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht. Mann, ich bin so vergesslich. Eine Sekunde, ich muss dieses Level schaffen. Alles klar. Wo ist denn dein Bruder? Nee, warte mal. Hat er einen Bruder? War das sein Bruder? Ja, der wohnt hier. Ach, da ist er ja. Vincent, hallo. Okay, 10 brauche ich noch. Adrian, Hallöchen aus TikTok. Hallo, Adrian. Okay, hier sind jetzt ein paar Leute. Hallo. Hallo, ich weiß, du hast keinen Bock auf mich. Ich auch nicht auf dich, aber hallo. So. Emily, mit der habe ich auch noch nicht gesprochen. Gas auch nicht? Hä, ich dachte. Da fehlt mir denn jetzt noch Robin. Robin fehlt noch. Und da ist Mani. Mani, stopp. Doch, Mani hatte ich schon. Du könntest mir auch fehlen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Jodie. Ja, die fehlt mir. Ha. Okay, Leute. 6 noch. Das kriege ich doch hin. Wie lange habe ich noch? Ah, letzter Tag, Mist. Das schaffe ich nicht mehr. Für das ist es wahrscheinlich schon so spät. Ah, ärgerlich. Du hast gesagt, ich warte auf irgendwas. Oh no, ich weiß nicht mehr. Ich bin so vergesslich. Oh, Sebastian! Die zwei fehlen mir auch noch. Okay, 3. Zu Sebastian darf ich nicht. Ah, der ist auch gar nicht da. Okay, dann können wir den ja noch treffen. War das Sebastian gerade? Nein, jetzt ist verschlossen. Ist er gerade da reingegangen? Ey, weh, er steht nicht mehr hier. Der steht doch nochmal immer hier. Ja, er ist da. Okay, Leute. Der raucht hier einfach. Ich habe nachgedacht. Leute sind wie Steine, die über das Wasser hüpfen. Alles klar.
Déjà-vu, danke schön für deine Lörg-Unterstützung. Danke dir. Wir haben mit ihm noch nicht gesprochen. Linus. Wer fehlt denn jetzt noch? Es fehlt nur mehr einer. Okay, Katzin. Linus hat Hunger, der Arme. Ah. Gah, die Waschbären sind wohl wieder unterwegs, diese Sträuche. Ich spiele ohne Mordmilitär. Hallo. Ah, du kommst gerade rechtzeitig, Fräulein. Könntest du deinem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären für mich verjagen? Sie haben ein ganz schönes Durcheinander gemacht. Danke und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr zurückkommen. Der Opa im Rollstuhl. Nee, den hab ich schon. Hi, Linus. Ich war es. Es tut mir leid. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet werden, wenn ich sie nicht nehme. Malcolm, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Hallo. Du siehst dir Leid unter den Herzen, mit denen du geredet hast. Nee, das ist eine andere Quest. Das ist nicht die erste Quest. Das ist tatsächlich schon eine andere Quest. Ich glaube, da sehe ich das nicht. Oder? Sehe ich das auch tagesbasiert, mit wem ich heute schon gesprochen habe? Aber ich habe ja mit Leuten gestern auch gesprochen. Ah, oh, das ist schwierig jetzt. Der Schmied. Nee, den habe ich auch schon. Findest du, ich mache hier irgendetwas Schlechtes? Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Ich sag nein. Danke, Dodo. Ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut bei dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. Das stimmt. Und wenn du Hunger hast, verstehe ich das noch mehr. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr in Georges Tonne rumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären ein für alle Mal verscheucht hast. Aber er wühlt jetzt in der anderen Tonne. Und ich bin einfach so hinters Haus. Dann kommt hier Gas raus. Warte. Jetzt hat Linus voll Angst. Er zittert. Er sieht traurig aus. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Und wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand im Pelikan hungern muss. Das ist so cute. Hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Aber tanke sie auf jeden Fall in meine witzige Marinara-Soße. Komm schon, nimm ihn. Das ist so cute. Nee, neben der Mine war ich noch nicht. Stimmt, den habe ich noch nicht. Okay, ich gehe, weil ich jetzt sowieso gerade da bin. Aber da komme ich 100 pro nicht mehr rein, ne? Die haben schon zu. Die werden schon geschlossen haben. Aber da ist wenigstens Lauch. Wenigstens was? Nee. Nur für Abenteurer, da kann ich gar nicht rein. Aber die zählen ja eigentlich auch nicht dazu, oder? Da steht auch niemand mehr. Weil die waren ja bei der ersten Begrüßung auch nicht. Okay, mit Caroline habe ich gestern gesprochen. Lia Harvey habe ich auch gestern gesprochen. Abigail auch. Alex auch. Louis Pierre? Der Zauberer! Da komme ich halt gar nicht mehr hin. Da komme ich halt wirklich nicht hin. Ja, der Zauberer war es. Also für das ist zu spät. Der hat ja nicht offen in der Nacht. No. Jetzt kommt es wegen diesem einen Menschen drauf an, dass ich die Quest nicht abschließen kann. Das ist ja so blöd. Den vergisst man immer. Ist so, oder? Ja, glaub, bis 22 Uhr. Es ist 22.50 Uhr.
Ja, gut. Geh jetzt trotzdem mal hier rein, auch wenn der nicht da ist. Mit Willy habe ich auch nicht gesprochen, oder? Spreche jetzt einfach nochmal mit jedem hier. Nee, mit denen habe ich schon... Ah, Mist, das ist so gemein. Vor allem, ich sollte mich ja eigentlich auf dem Weg nach Hause machen, wenn ich nicht ohnmächtig werden will. Mahlzeit mit Rabbit, lass es dir schmecken. So. Geh trotzdem hin, ich versuche alles. Ich versuche alles. Das ist so gemein. Einfach ein richtiger Fail auch. Oh nee, ich komme ja hier gar nicht durch. Ja, jetzt bin ich müde. So, in einer Stunde falle ich in Ohnmacht. Komm schon. Nein. Bis 23 Uhr wäre ich nicht mehr in das Pub gegangen. Nein. Ja, Leute, was soll ich sagen? War doof. Doof gelaufen. Ist aber eine coole Quest. Man müsste nur am ersten Tag schon gucken, dass man eigentlich alle erwischt. Ich mach das Gemeinde. Also ich mach Gemeindezentrum, weil ich generell in Stardew Valley noch nie im Late Game war und möchte das aber erstmal so machen. Vielleicht schaffen wir dann irgendwann mal noch einen Durchlauf mit dem Joja-Markt. Wäre eigentlich auch richtig nice. Vor allem auch für die Achievements hier auf Steam. Ich muss ins Bett, ich muss ins Bett, ich muss ins Bett. Oh. Wenn du nicht schlafen gehst und einfach nochmal machst? Nee. Nee, das möchte ich nicht. Was habe ich da gerade gelernt? Kohlebrennofen. Cool. Weil wir sollen ja den Schmelzofen mal machen. Das Ding ist halt mit dem Gießen, ne? Oh! Hallo, Dodo. Siehst du den Hund hier? Ich habe ihn an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Es scheint ihm hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnte? Ja, Hund adoptiert! Yay! Leute, Namensvorschläge. Schreibt mal in den Chat Namensvorschläge für den Hund von Stardew Valley. Wie sollen wir ihn nennen? Bernhard. Wie? Bernhard. Bernhard? Nein. Hallo übrigens. Hallo. Carlos. Lilly, danke für deine Streamer-Serie. Nacho. Ja, Nacho ist unser typischer Hundename. Für alle, die es nicht wissen. Daniel? Dr. Dodo einfach. Einfach Dr. Dodo. Bernhard finde ich auch cool. Dori. Bello. Militär, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Danke dir. Dr. Dodo finde ich nicht schlecht. Wir können nicht den Hund Dr. Dodo nennen. Nein. Das können wir nicht machen. Nicht den Hund. Also ich würde eigentlich schon mal Nacho, weil dann komme ich nicht durcheinander. Also ich fühle Nacho schon. Also, obwohl er sieht ja... Warte mal schon. Er sieht ja eigentlich nicht wie Nacho aus, wollte ich gerade eigentlich sagen. Er sieht ja eher aus wie... Ich weiß nicht, wie sieht er aus? Wie sieht der Hund aus? Wie sollen wir ihn nennen? Ei. Ich weiß nicht. Brauchst du einen Alpaka? Das kann den Dr. Dodo heißen. Bodo? Kenny, das ist auch süß. Red Diablo, Hallöchen! Und Kristallik, Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Milo ist auch süß. Oh.
Ah, ist wieder, ja, Dodo-Time, yay. Aber wieso, Macho, Keks? Wir haben Keks letztens die Kuh genannt in Coral Island. Die Kuh heißt schon Keks. Ich glaube, ich mache Nacho. Egal. Weil dann komme ich nicht mit Coral Island durcheinander. So. Komm her, Nacho. Sei ein braves Hündchen, ja. Brief habe ich auch bekommen. Okay, wir haben jetzt einen Nacho. Wo ist er? Drin? Ja, süß. Oh, so cutie. Oh, ist ein neuer Hund übrigens. Es gibt zwei, glaube ich, zwei neue Hunde. Und es gibt jetzt auch Schildkröten. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder. Ja! Aber wir brauchen doch unser Geld jetzt erstmal für... Oh no, wir brauchen unser Geld für die Tasche. Gemein, okay. Die Kartoffel abgeben. Fische können wir bei ihm verkaufen. Okay. Alles klar, wir kriegen das hin. So, erstmal hier auffüllen. So blöd platziert, ey. Diese Farm ist wirklich nicht für Anbau gedacht. Da ist ja klar, dass ich meine ersten Felder hier oben mache, aber ich habe halt... No! Oh no, was habe ich denn da gerade zerstört? Oh, ist das dumm gewesen gerade. Oh, ist das dumm gewesen. War das die Bohne, oder? Oh Gott. Manchmal ärgere ich mich so über mich selber. Ich kaufe so am 5. meine Tasche. Am 5? Was meinst du? Okay, die Kartoffeln. Die sind ready. Brauchen wir Grünkohl zum Abgeben? Nein? Okay. Ey, die Eier verkaufe ich jetzt einfach mal alle. Die Störung ist mir hier noch so fremd, ne? Weil ich ja vorher immer auf der Xbox gespielt habe. Beim Fluss bei der Nähe geht es auch ein bisschen schneller. Ja, voll. Ich musste halt alles frei machen, damit ich da auch schön durchlaufen kann. So, was verkaufe ich noch? Dieses Ei. Die Muschel. Am 3 kaufe ich die Glasfieberangel und am 5. Tag meinen Rucksack. Ja, und? Bin Speedspieler. Okay. Ich komme gerade nicht mit, was du meinst, aber es ist okay. Du, wenn du das schaffst, dass du das so früh kaufst, ich habe seit anderthalb Jahren kein Stardew Valley mehr gespielt. Ich bin definitiv kein Speedspieler. Und meine Pastinaken waren erst an Tag 8 fertig, weil auf dieser Farm das Zeug einfach nicht wächst. Ja, ja. Oh ja, großes Ei! Okay, die Quest ist trotzdem nicht abgeschlossen, Leute. Nein, das buggt noch immer. Es war ja die Vermutung, dass man erst ein großes Ei ernten muss und dann die Quest erledigt ist, die erste Quest. Aber nein. Nein, ich war... Nee, Leute, ich werde das niemals machen, den Tag neu anfangen. Ich finde das Cheaten. Also für mich persönlich, wenn ihr damit klarkommt, okay, fangt den Tag neu an, wenn ihr irgendwas verkackt habt. Aber ich mache das nicht. Das ist halt mein Fehler und mit dem muss ich klarkommen. Nee, ist meine nicht. So, großes Ei kann ich spenden, das weiß ich. Die Tulpe nicht. Aber dann packe ich die Tulpe hier rein für, weiß nicht, falls ich die doch mal brauche. Das große Ei brauche ich, die Kartoffel brauche ich auch.
Ich hebe mir aber nur die Kartoffeln auf, die anderen verkaufe ich, weil I need the money. Okay. So. Übrigens habe ich gerade Kaffee bekommen, den werde ich gleich mal trinken. Prost, Leute. So. Und hier packen wir die auch rein. Aber also Bohnen habe ich ja noch hier. Wir müssen gucken, was ich da zerstört habe. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. War es der Lauch? Es könnte der Lauch gewesen sein. Und Pastinaken sollten wir auch noch kaufen. Da ich da ja eigentlich 5 goldene brauche. Aber da brauche ich halt mega viel Glück. Pierre. Ich sage immer Harvey. Warum nenne ich ihn immer Harvey? Warum ist Pierre schon wieder nicht da? Warum ist schon wieder Mittwoch? Das ist ja voll nervig. Mann. Gefühlt ist jeden Tag Mittwoch. Und dann habe ich wieder gegossen. So. Kann ich bitte ein? Ja, danke. So. Eins rein fürs Community Center. Rest wird verkauft. Großes Ei packe ich auch rein. Dann gehe ich runter zu Willy. Dafür habe ich keine Energie. So. Angel habe ich. Gießkanne kann ich da lassen. Bam. Warte mal, Militär, wie funktioniert denn das, dass du Ende Frühling das Gewächshaus bekommst? Du kannst das ja nicht. Du brauchst ja jede Jahreszeit, um die Dinge zu kaufen. Um die Sachen im Gemeindezentrum abzuschließen. Mit Julia-Markt. Also du kaufst dann direkt eine Mitgliedschaft mit Julia-Markt. Also das funktioniert ja auf normalem Weg gar nicht. Das würde ja niemals klappen. Auf normalem Weg. Ja, okay, ich kenne die Spielweise nicht, wenn man die Julia-Mitgliedschaft kauft, ne? Das ist dann schon krass anders, dann, wie man das spielt. Was voll interessant ist, wäre echt mal cool, so einen Run auch zu machen. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal den. Vielleicht mal in so 2 Jahren. Weil das dauert natürlich noch lange. Hallo. Quatsch mal mit denen. Damit die mich lieb haben. Und hier hole ich mir auch wieder ein bisschen Geld. Der Lauch ist natürlich nachgewachsen. Ist der eigentlich jeden Tag? Ich glaube nicht jeden Tag, oder? Alle paar Tage wahrscheinlich. Aber dann gebe ich mein Geld jetzt aus für meine Angel. Keine Ahnung, wahrscheinlich kostet die eh viel zu viel und ich kann sie mir noch nicht leisten. Aber ich hoffe, ich kann mir die leisten. Weil dann kann ich auch meine Köder verwenden. Und ich glaube, dass man im Angellevel aufsteigen muss, um die Krabbenreuse zu bekommen. Soweit ich weiß. Ist zumindest so mein Guess, dass das der Weg ist. Das ist der Weg. Okay, Militär, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel Stardew Valley gespielt. Ich habe nur auf normalem Weg bis zu Jahr 3 gespielt, aber auch chillig. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Prost, Sophie! Auf dich, Prost! So. Dann gehen wir mal zu dem guten alten Valley hier.
Hi, mein Freund, du hast gesagt, du hast was für mich. Fieberglasangel, das ist die, die er meinte, ne? Ja, mein Geld ist weg. Hängender Fisch? Kenne ich auch noch gar nicht. Okay. Dann angeln wir mal fleißig. Das ist der Weg. So. Okay, das ist ein chilliger Fisch. Easy. Das war der einfachste Fisch, den ich jemals gefangen habe. Sardine haben wir auch schon abgegeben. Die können wir auch verkaufen. Yeah. Ich sollte die Köder nehmen, ne? Ich hätte welche in meinem Inventar. Habe ich wieder nicht dran gedacht, die mitzunehmen. Fange aber auch hier schöne Exemplare. Warte mal, ist in Stardew Valley nicht der lilane Stern schlecht? In Stardew Valley ist der lilane Stern schlechter, oder? Es war nur in Coral Island dann Osmium. Top. Okay, dann ist er besser. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Weißt du, in Coral Island gibt es auch lila Sterne. Und da ist es das Beste vom Besten. So, hallo Dr. Dodo. Dr. Dodo hat jetzt Feierabend. Ja. Yeah. Endlich ein Mod im Chat. Die Leon ist nämlich schon schlafen gegangen. Die Leonie ist schon schlafen. Okay, ich brauche echt Köder, ne? Oh, jetzt ist Willi weg. Willi angelt jetzt auch. Jetzt fange ich ja gar nichts mehr. Ja. Angeln ist immer so ein Geduldsding. Und Skillding. Aha. Nervige Sardine, muss man schon sagen. Ich habe eine goldene gefangen. Toll. Wie geht's denn dir, Dr. Dodo? Erzähl mal. Wie war denn Tag heute? Ich bin hier fröhlich am Angeln. Ich fange uns unser Abendessen. Aber irgendwie fange ich auch nichts Neues. Kein Wunder, wenn ich keine Köder verwende. Ich gehe jetzt meine Köder holen. Oh, es ist eh schon wieder so spät. Ey, diese Zeit, ich komme damit gerade gar nicht klar. Warum vergeht die so schnell? Das gibt's doch nicht. Ich habe wieder mal flotte 12 Stunden gearbeitet. Normaler Wahnsinn. Das ist zu viel. Und ich will bitte einen Zackenbarsch. Gibt's denn ein Stadio? Bestimmt. Bestimmt gibt's denn. Hering. Ah ja, stimmt. Das ist echt top Qualität. Guckt euch das mal an. 23,10 Gesundheit, 33,14. Das ist top, top. Eine top Qualität. Bist du sicher, dass du keinen wunderschönen Hering willst? Man ist es jetzt anders als Coral Island gewohnt. Ja, nee, aber jetzt ist es ja eh gleich. Dass das die Top-Qualität ist. Dann ist es ja dasselbe. Es ist wahrscheinlich auch Osmium. I don't know. So, hier alles reinpfeffern. The money. Wir brauchen the money. Ganz wichtig. So, guck mal. Ich habe nur 10 Köder, der bringt gar nichts. Aber aus was macht man den Köder? Aus Käferfleisch. Käferfleisch habe ich auch noch nicht. Dafür muss ich mehr in die Mine gehen. Ich muss sowieso in die Mine gehen. Ansonsten fange ich nichts Gutes.
So, warte mal, wie geht das nochmal? So, jetzt ist ausgerüstet. Ich probiere mal im Teich, auch wenn ich hier eigentlich nur Müll fange. Probieren kann man es ja. Oder bei Willi für 5 kaufen, okay. Aber ihr wisst ja, Geld ist knapp. Lieber Käferfleisch farmen. Ja, das ist halt doof, weil dafür geht auch der Köder drauf, soweit ich weiß. So ein blödes Treibholz. Ach so, das ist mein gewohntes Coral Island, die Tagesgeschwindigkeit. Déjà-vu, du hast so recht, weil da kann man das ja anpassen. In Coral Island kann man normale Tageslänge machen oder bis auf die doppelte Länge erhöhen. Ganz wie man will. Man kann auf 60% gehen, 70%, 80%, 60%, 50%. Je nachdem, wer man will. Ich verschwende hier gerade so hart meine Köder. Stimmt das, dass die jetzt weg sind? Ja. Boah, das ist so nervig. Im Teich die Bambusangel. Wäre wahrscheinlich besser. Da fängt man ja nur Müll. Das ist aber bei der Flussfarm nicht so. Aber das ist auch die spezielle Fischfarm. Man sollte das hier nicht machen. Glaube ich. Ich gehe hier hin. Fang hier noch meine 7 Fische und dann passt das. Und das wird sich mit der Zeit nicht mehr ausgehen, aber egal. Treffer! Ein Fisch. Den haben wir schon, den kennen wir. Hab schon bei so manchen Dingen gedacht, dass ich die in Stardew gerne hätte. Ja, schon, oder? Es hat sich doch was getan. Das gibt es, Déjà-vu. Was man noch spenden muss. Das kann man sehen in Stardew Valley. Das ist nichts Neues. Das gibt es in Stardew Valley aber schon richtig lange. Ja, ich zeig's dir gleich. Geht bei Sunhaven auch echte Interception? Ja, richtig krass. Also ich wusste das auch ganz lange nicht, dass man das in Stardew Valley sehen kann. Dass man es spenden, also ins Gemeindezentrum spenden muss. Aber diese Funktion ist so hilfreich. Fange ich hier auch noch Müll, ey. Ich krieg die Krise. Was hat es mit diesen blöden Angeln auf sich? Warum mögen das die Menschen? Ich hasse es in Farming Games. Ich hasse es. Krieg ich wieder einen Schwarzbarsch? Ich habe schon 2 Schwarzbärsche. Ich will mal einen anderen Fisch. Irgendwas Cooles. Du hast deinen letzten Köder verbraucht. Mega! 10 Köder, daraus 4 Fische gefangen und 4-mal denselben. Ich verstehe die Leute nicht, die Angeln in Farming Games mögen. So machst du wenigstens Geld. Ja, mit dem Müll ja nicht. Joja-Cola, okay, ja, die bringt mir wenigstens ein bisschen Energie zurück, aber... Ich mecker gar nicht. Alles gut. Wir müssen ja angeln, um die Krabbenreusen zu bekommen. Alles gut, Leute. Alles gut. Alles fein. Aber ist das jetzt so, wenn ich hier die Krabbenreusen platziere, dass ich auch nur Müll fange? CD ist Quarz. Ja, stimmt. So. Die grüne Alge hebe ich jetzt auch mal auf. Also, ich wollte das ja mal kurz zeigen, Déjà-vu. Also, pass jetzt auf. Und zwar, und das kann ich so auch, okay. Und zwar, wenn du in deinem Inventar oder in einer Kiste über deine Items hoverst und das hier im Auge behältst, Gemeinschaftszentrum, dann siehst du irgendwann mal, oh, das pulsiert ja. Bei der Kartoffel zum Beispiel, die habe ich nämlich noch nicht abgegeben.
Die muss ich noch spenden. Oder bei den Steinen, weil da fehlen auch noch die 99er. Und so siehst du das, dass eben, dass du noch was, also dass du dieses Item noch abgeben musst. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, du hast das jetzt mitbekommen. Gute Nacht. Morgen letzter Schultag. Ja, Osterferien. Bin aber leider erkältet. Hanna, dann hast du wenigstens Zeit, dich mal richtig auszuruhen, ne? So, wir haben Mayonnaise-Maschine. Sehr gut. Und Sprinkler. Oh, Halleluja. Oh mein Gott. Oh, 2300? Krass. Wir sind Maschinen. Okay. Jetzt können wir wenigstens auch den Rucksack kaufen. Toll, das waren die Kartoffeln. Hör mal auf zu angeln hier jetzt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Heute mal nicht angeln. Heute gießen. Pass den Haken. Ich heb mal eine auf. Ich horte schon wieder Sachen. Okay, dann gehen wir den Lauch kaufen. Sowie auch... den Rucksack. Und dann gucken wir, was wir brauchen für die Herstellung von Sprinklern und so. Oh, warte mal, Brief. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Okay, Auftrag annehmen. Robin, boah, wo war die Axt? Ah, ich weiß, wo sie war. Ich weiß es. Die war irgendwo hier oder so. Da gucken wir später gleich. Aber was brauchen wir denn für den Sprinkler? Kupferbarren und Eisenbahn. Ha, das sind wir ja noch weit entfernt. Mayonnaise-Maschine, Erdkristall-Kupferbahn. Okay, wir müssen in die Mine. Es hilft ja nichts. Wir müssen dahin. Geh zu, Hallöchen. Wie geht's, wie steht's? Ah, hier. Komm. So. Gieße mal wieder mal alles. Oh, ich hasse es. Aber ich habe halt auch gerade nicht die Energie dafür, hier alles aufzuräumen. Also nicht die Energie in Real Life, sondern die Energie im Spiel. Weil jetzt brauche ich wieder richtig viel Energie, um das hier zu gießen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Mine gehen für die Sprinkler und für die Maschinen. Das hat Priorität einfach. Trotzdem brauchen wir das Geld natürlich für die Tasche. Am Anfang struggelt man einfach nur. Aber es ist gut, dass ich jetzt dieses Cola-Dings habe. Für die Mine, weil da gehen wir jetzt dann hin. Dafür brauchen wir das und das. Perfekt. Und wenn wir schon vorbeigehen, geben wir die Kartoffel ab. Die Eier, obwohl die kann ich morgen noch holen. Hat jemand Tipp zum Angeln auf der Switch in Stardew Valley? Kostet mich den letzten Nerv, würde mich auch interessieren. Einfach Angel verbessern, Leute. Es hilft nichts. Angel verbessern. Ich weiß, das ist, da braucht man echt eine gewisse Koordination und so. Das ist nicht leicht. 9 Uhr, okay. Finde ich hier noch was zum Verkaufen? Muscheln nimmt der ja nicht. Nee. Keine Blume zu verkaufen hier. Die Anfängerangel. Stimmt, die gibt es auch noch. Dann ist es auch ein bisschen einfacher zu angeln. Also nicht die Bambusangel, sondern da gibt es noch eine extra Angel, ne? Right, ja. So, gib mir das hier. Dankeschön. Ja, endlich Bärplatz! Ja! Die Robins-Axt müssen wir noch finden. Machen wir auch. Da hat man ja ewig Zeit. Aber bei der Anfänger-Axt, glaube ich, kann man ja keine Köder reinpacken. Oder? Ich will nichts Falsches erzählen. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube. Nein, okay. Hab ich richtig geglaubt. So, hier. Kartoffel. Da hast du deine Kartoffel.
geht's in die Mine. Ein bisschen Energie haben wir, eine Cola haben wir auch. Schön. Das wird ja hoffentlich was. Du bekommst nicht alle Fische. Genau. Also manche Fische kann man ja sowieso nur mit Köder fangen. Und wenn das schon mal nicht möglich ist. Aber so zum Lernen, wie ungefähr das Angeln funktioniert, ist das, glaube ich, dann ziemlich gut. So, das bringt uns auch Energie. Also, dass man mal so in den Flow kommt und das bisschen checkt, wie das Angeln funktioniert. Zum Üben, ja. Ist ja auch die Übungsangel. So, ein bisschen Glück, bitte. Bitteschön. Bitte. Oh Gott. Level 1 und gleich Pech. Toll. So. Aha, dafür Erz. Das ist natürlich toll. Bam, bam, bam. Werd kaputt! Oh Gott. Mein Schwert ist so mies. Oh, guck mal, Quarz. Quarz. Okay, Erdkristalle müssen wir auch gucken. Das sind meine Lieblingsmonster. Die sind so easy zu bekämpfen. Käferfleisch, gut für Köder. Sehr gut sogar. Komm schon, ein bisschen Glück, ja. Wenigstens Level 5 brauchen wir unbedingt. Von dem Glück habe ich gesprochen. Jetzt habe ich dort natürlich ein Erz nicht kaputt gemacht. Das habe ich jetzt noch aus dem Augenwinkel gesehen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Oh, gleich zwei. Schön. Ja, ja. Ist es schön, wenn die Gegner noch so einfach sind. Herrlich. Der Schwimmer so weit weg wie möglich vom Ufer wegen der Qualität. Ja, genau, auf ganz grün, dunkelgrün. Ach, Mad Rabbit, vielen, vielen Dank für dein Geschenksub an Déjà-vu. Danke dir. Ja, ganz lieb. Übrigens, nochmal an die ganzen Twitch- und auch TikTok-Zuschauer. Ich mache am Samstag und am Sonntag jeweils einen 12er-Stream, also 12 Stunden von 9 vormittags bis 9 abends bin ich da live, Samstag und Sonntag. Wir spielen richtig, richtig viele verschiedene Spiele und wir bauen Lego, wir bauen das Animal Crossing Lego, wir machen Community-Spiele, wie Mario Kart, da kann jeder mitspielen. Oder Marbles on Stream, da kann auch jeder mitmachen, der im Twitch-Chat ist. Und ja, ich freue mich drauf, ganz viel Zeit mit euch da zu verbringen. Ich habe keine Energie mehr. So. Wie spät ist es? 14 Uhr, easy. Passt, soll Wochenende regnen. Ja. Das ist natürlich auch ein Faktor. Oh, guck mal, da ist was. Ein Schleimi. Okay, da ist eh kein Erz mehr. Dann gehe ich noch weiter runter. Guck, ob ich noch ein bisschen Erz erwisch. Ja, da ist noch was. Very good. Stirb! Elisin, Hallöchen. Hi. Wie geht's dir heute? So. Kein Erz mehr. Wie viel habe ich denn? 16. Wie kann ich eigentlich hier am PC das Rad ändern? Also wie kann ich... Ah, Tab, okay.
Never mind, ich hab's schon gecheckt. Geode. Sehr schön. Da sollte ich auch unbedingt mal hingehen zum Clint, dass der meine Geoden aufmacht. Ich glaube, jetzt habe ich schon 4. Wo ist denn das Loch? Da ist es. Eh keine Energie mehr. Bringt mir eh nichts. Wann kommen diese lästigen Fledermäuse? Kommen auch ganz bald. Geode! Thiospinelsulfid! Thiospinelsulfid. Das war noch Zeit, ne? Big Bang Theory. Schon lange nicht mehr geguckt. So, ich habe sowieso keine Energie mehr. Gehe ich lieber auch hoch. Bevor ich hier in Ohnmacht fall. Das wäre nicht gut. Eichhörnchen! Krass, aus der Mine raus und es ist noch immer so hell. Das ist ganz selten einfach. Richtig selten. Oh, ja, die nehmen wir mit. Geld. Das ist Geld. Pures Geld. Wilder Meerrettich. Und noch einer. Was hab denn ich für Glück? Da kriege ich aber auch Energie. Ach, nicht so gut. Ich bin schon seit fast 2 Wochen Halsschmerzen und im blöden Husten seit der 1. Februarwoche. Hoffe, das hat bald mal ein Ende. Oh no, ja, Husten, ich kenne das. Das kann sich so lange ziehen. Das ist so ungut. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Gute Besserung, meine Liebe. Gesundheit kriege ich davon auch. Wäre das aber besser, wenn ich 1, 2 von denen esse. Wieso kann ich nicht essen? Hä? Wieso kann ich denn das nicht essen? Warum nicht? Muss das hier sein? Nee. Wieso kann ich... Jetzt geht's. Okay. Böser Daumen, Matt Rabbit. Danke dir für dein Geschenk, Stefanie Hanna. Vielen, vielen Dank. Danke dir für deinen Support, ne? So, wir können jetzt eigentlich einen bauen. Einen von diesen Schmelzofen. Holz brauchen wir dafür. Kohle, Stein. Kupfererz. So. Ja. Yeah. Das baue ich auch. Neuer Eintrag, guck mal. Weil ich eine Quest geschafft habe. Nutze den Schmelzofen. Alles klar. Das geht so, dass ich da das reinpacke. Kann ich 2 machen? Nee, ich kann immer nur 1 machen. Bin ja auch verwirrt mit Coral Island, ne? Ohne Kirschbombe habe ich. Boah, ich habe 6 Geoden. Auch cool. Ich gehe noch kurz zu den Hühnchen. Weil die müssten noch Eier für mich haben. Ja, danke schön für eure Eier. Buffy versucht zu schlafen. Huffy auch. Wecken wir sie lieber mal nicht. Mal. Quest erledigt. Erreiche Ebene 40. Uff, das ist viel. Aber wir machen gleich noch einen. So. 2 kann ich ja machen. Großes Ei, Goldqualität. Ich glaube, ich hebe die jetzt schon auf für die Mayonnaise-Maschine. Prost, Melufasa! Prost auf dich! So, da la.
Bisschen Geld. Bisschen. Und der zweite Barren. Wie viel Barren brauche ich für die Mayonnaise-Maschine? Ein nur. Aber ich habe keinen Erdkristall. Mist, ich brauche einen Erdkristall. So, Robin hier. Ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. 1000 G. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof. Okay, für 1000 G. Macht sie einen Brunnen. Und ich habe gesehen, dass du die Altmine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich sagen. Wenn du 10 Schleime erledigst... Okay, Abenteuergelder. Oh, noch ein Brief. Oh, 500 G geschenkt bekommen. Sehr schön. Hast du dich an dein neues Leben gewöhnt? Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Ist das nicht so, wenn man eine Frau spielt, kriegt man Geld? Aber wenn man einen Mann spielt in Stardew Valley, kriegt man was anderes? Da kriegt man kein Geld, oder? Da war doch was. Alles liebe Papa. Danke Papa für 500 Gold. Und noch ein Brief. Okay, hallo Dodo. Morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du wirst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen. Okay, Ostern ist morgen. Ey, Nacho, muss ich streicheln. Und gießen. Oh, Schwanzwedeln, süß. Gießen, gießen. Bring dir Wasser. Nachos Schale. Süß, wie das da steht jetzt. Das war vorher auch nicht. Das ist auch neu. Also bei mir stand das nie. Zumindest nicht auf der Konsole. Dass das die Schale von einem Hund ist. Ist mir ganz, ganz neu. Ey Leute, ich weiß nicht, ob wir heute noch in Coral Island reinschauen. Muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin gerade so in Stardew Valley vertieft. Und ich bin bei den Uploads in Stardew Valley eh noch hinterher. Also wäre das vielleicht eh nicht so gut, das mal ausfallen zu lassen. Hallo Kirschli, wie geht's, wie steht's? Die wachsen so schlecht, das ist echt mies. Haben wir dann fürs Wochenende, du hast recht, ja. Was habe ich verpasst? Ein paar Tage. Wir haben bei Tag 7, glaube ich, begonnen jetzt hier. Heute? Ein paar Tage. Aber ist nicht schlimm. So. Auf was fokussieren wir uns heute? Ich glaube wieder Mine. Die Kirschbombe nehmen wir mit. Und dann gehen wir wieder ab in die Mine. Ja. Rein in die Mine. Dieser Daumen schon wieder, Matt Rabbit. Danke dir für das Geschenksub an die Kirschli. Danke dir. Das ist sehr, sehr lieb. Danke für deinen Support, Matt Rabbit. Was ist hier? Aufnahme. Ah ja. Tiefer in die Mine. Ey, Stufe 40 ist aber schon krass. Ich wusste nicht, dass es direkt Stufe 40 ist, in die man runter muss, um diese Quest da zu erledigen. Wild. Tina, Hallöchen. Wie geht's dir, liebe Tina? Oh no! Ich kann ja schon ein bisschen runter mit dem Lift. 5! Guckt, ich kann schon Level 5 fahren. Premium einfach. Käferfleisch auch gern gesehen. Für etwaige Köder. Oh. Geh weg! Ich sollte vielleicht ausweichen. Aber nein. Dieser Sammelradius ist auch ganz mies am Anfang. Bin ich auch verwöhnt von Coral Island, muss ich sagen. Da ist der Sammelradius echt toll. Auch von Beginn an. Hab gar nichts gemacht. Nein, nein, hast du nicht. Hast du nicht. Oh, guck mal. Das ist sehr schön. Wir brauchen einen Erdkristall. Also Leute, guckt mit. Sucht mit mir den Erdkristall. Gemeinsam sehen wir besser. Die wurden gerade nicht aufgehoben. Oh mein Gott.
Gut, dass ich es gemerkt habe, weil die hat man nicht gesehen. Blödes Schleimi. Es hat mich vergiftet, dieses blöde Schleimi. Darum habe ich die Käfer echt viel lieber. Die sind einfach viel leichter zu erledigen. Guck mal, der ist da in seiner Ecke und kommt da nicht raus. Voll arm eigentlich auch. Und er droppt mir auch das Loch. Schön. Sehr gut, danke. Konntest du dich in den Ferien erholen? Ich habe gar keine Ferien. Ferien habe ich gar nicht mehr. Das existiert für mich nicht mehr. Ich arbeite eigentlich jeden Tag. Aber vielleicht meinst du meinen Urlaub. Der Urlaub war sehr, sehr schön. Wahrscheinlich meinst du den Urlaub im Februar. Der war sehr cool. Der war echt angenehm. Da konnte ich mich tatsächlich erholen eigentlich. Weil ich da keinen Internetempfang hatte, außer bei der Rezeption. Und deswegen konnte ich gar nicht arbeiten. Das tat mir besser, als ich dachte. Das muss ich zugeben. So, Schleimis muss ich ja erledigen für die Quest. Das ist gut. Aber ich will eigentlich auch Level 10 schaffen hier. So, dann machen wir hier mal die Bombe hin. Okay, ich dachte, die macht das kaputt, aber sie ist zu schwach gewesen. Oh, für mich ist Urlaub und Ferien das gleiche. Okay, nein, für mich gar nicht tatsächlich. Ferien hört sich an wie Schulferien oder so für mich. Lotte, Hallöchen. Oh. Ein Erdkristall. Nein, das ist zu früh. Ich will das nicht. Da. Okay, das mit den 10 Schleimen könnten wir jetzt ganz gut hinbekommen. Oh Gott. Ah, sie attackieren mich. Ah, sie attackieren mich beide. Sie haben mich vergiftet. Nein, 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 nein. Nicht von vorne und von hinten angreifen. Das wollen wir nicht. Ey, Wert kaputt, ich sag's dir. Blödes Schleimi. Warum habe ich gerade eine Hauspflanze... Hä? Warum hat der eine Hauspflanze gedroppt? Aha. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich habe heute keine Cola mit. Das Ding ist, am PC kann man weniger leicht ausweichen. Leierfeier, Lucian. Ein Riesenschleim. Ah, oh, nein! Oh, ich muss aufpassen, ich sterbe gleich, ne? Okay. Ah, okay, das geht. Ich bin gleich tot. Ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Ja, danke schön. Warum muss das bei Level 8? Ich hatte das noch nie bei Level 8. Warum? Oh mein Gott, hab ich Glück, dass ich es auf Level 10 schaffe heute. Okay, Lederschuhe. Dankeschön. Dankeschön. Verteidigung und Immunität. Okay. Level 10, Leute. Let's go. Ah, jetzt kommen diese Viecher. Ich kann mich noch erinnern. Die da ihren Kopf so rausstecken. Aber den kann man ja eigentlich auch ganz gut ausweichen. So. Kirschbombe. Na, schön ist das. Ganz schön. Das hat Boom gemacht. Ah, nee, die kommen jetzt auch schon. Oh, diese nervigen Teile. Stimmt, die kommen früher als die Fledermäuse. Ah, oh,
habe mir heute dein Part 1 von Stardew Valley angeguckt, nochmal neu angefangen. Aufgrund des ersten Schritte-Bugs. Ich liebe deinen Cursi-Let's Play, danke. Du hast nochmal neu angefangen aufgrund des ersten Schritte-Bugs. Der Bug ist ja noch immer da. Aber dankeschön, Leierfeier, das freut mich. Der Bug ist noch immer da, tatsächlich. Also ich habe den noch immer. Da, erste Schritte. Obwohl ich schon sehr krass am Eierfarmen bin. Sogar am großen Eierfarmen. Nicht nur die kleinen, auch die großen Eier. Wenn man neu anfängt, kann man ein Ei einsammeln und dann geht dann weg. Ja, aber die fixen das ja hoffentlich. Das ist blöd. Hab mich einfach gestört, verstehe ich voll. Mich stört es auch. Ah, nee. Ciao. Ciao, sie. Ich bin da mal raus. Das sind mir zu viele Gegner. Ich gehe mal zu denen. Die haben ja bis 23 Uhr oder so offen. Keine Ahnung, aber die haben mich jetzt aufgenommen. Hallo! Holzklinge. Was hab ich da? Zwei bis fünf Schaden. Zahlt sich nicht aus, da direkt was Neues zu kaufen, oder? Man kriegt ja eh was Neues. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Ja, das sind die ganzen neuen Quests jetzt hier. Tiefer in die Mine, Level 40. Ich weiß halt nicht, wie schnell kriegt man denn ein neues Werkzeug? Wisst ihr das zufällig? Matt Rabbit, du lieber du. Danke für dein Geschenksub an Rescue Team. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Jetzt sind die 90 voll. Ich mag keine ungeraden Zahlen. Das ist eine weirde Ausrede. Muss ich schon sagen. Das ist schon ein bisschen weird. Aber danke dir. Zahlt sich das aus, jetzt die Holzklinge zu holen? Wenn das rostige Schwert ist halt wirklich Level, also macht, was macht das Schaden? 2 bis 5, dann wäre es 3 bis 7. Ist trotzdem mies natürlich. Hab's gemacht, aber lohnt sich nicht wirklich, okay. Nee, es lohnt sich halt wirklich nicht. Da kriege ich eine Verteidigung. Lederschuhe habe ich ja gerade. Amethystring. Okay, den könnte ich mir auch leisten. Erhöht Zurückstoßen. Topasring, eine Waffengenauigkeit. Boah. Nee, es gibt keine anderen. Es gibt noch nichts anderes, leider. Nur die Holzklinge ist das Einzige bis jetzt. Zurückstoßen. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Verteidigung wäre halt schon cool. Aber 1000? 1000 ist mies viel für den Anfang gerade jetzt. Ich glaube, ich mache noch nichts. Ich mache noch nichts. Ich glaube, ich halte es noch aus. Nicht für 1000, nein. Vor allem, weil das Geld gerade so wichtig ist. Das bisschen, was ich habe, ist gerade irre wichtig. Ein bisschen Energie hätte ich noch. Ich könnte noch was machen. Aber es ist auch schon wieder spät. Ich fäll ein paar Bäume. Holz brauche ich immer. Und ich kann wieder Barren machen. Ich glaube, 2 gehen sich jetzt aus. Ich glaube, 1 habe ich noch zu Hause. Ein Erzi. Ja, 1 vor allem. Genau 1. Okay. Oh, und, ich habe die Pflanze und ich kann eine Mayonnaise-Maschine herstellen. Mal streicheln hier. Habe ich anscheinend schon. Hühner nicht vergessen, Hühner sind versorgt. Die haben alles, was sie brauchen. Ja, hallo! Hi! Wie geht's, wie steht's? Wo ist mein Erdkristall? Ach, hier. Oh. Dachte gerade. Das gibt's doch nicht. So, was brauche ich? Holzstein. Holzstein kriegen wir hin. Holzstein. Oh, Holz habe ich aber wirklich nicht mehr viel. Ha! Muss ich ein bisschen aufpassen. Mayonnaise-Maschine! Ja! Okay, jetzt kann ich meine Eier verarbeiten.
Endlich. Oh, eins muss ich noch abgeben, ein großes Ei. So. Ha! Meine Mayonnaise wird verarbeitet. I'm back! Ja! Reni, hallo, schön, dass du da bist. Freut mich. So, Barren habe ich trotzdem 3. Cool. Mega. Gehen wir mal schlafen. Oh nee, ich habe noch ein bisschen Energie. Ich fälle noch einen Baum. Die Energie will genutzt sein. Einmal Baum fällen hier. Wie ist das Update bisher so? Also, wir spielen einen neuen Farmtyp jetzt. Und ich finde, ja, also man merkt es schon, es gibt viele neue Sachen, wo man sich denkt, hä? Es gibt einen neuen Hund. Ich habe einen neuen Hund. Und natürlich kommen auch sehr viele Inhalte erst später. Aber man denkt sich schon, okay, da ist was Neues auf der Map. Hm, was hat es damit auf sich? Oder es gibt jetzt Büchertyp, der kommt. Da frage ich mich auch. Hä? Wir sind gespannt. Neue Geheimnisse auf jeden Fall, richtig viele. So, neues Herstellungsrezept, robuster Ring und Käfersteak. Für was ist Käfersteak? Ist das für mich? Ist das ein Steak für mich? Bringt der mir was? Oh, das ist ein Rezept für die Küche dann. Ah, oh, okay. Robuster Ring, brauche ich Kupferbahn, Schleim und Käferfleisch. Halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten. Also von Beschleimzeit, wenn man das so sagen kann. Okay. Oh, Premium-Mayonnaise. Toll ist das. Aber da kann man... Oh, großes Ei, nein. Cersei, nein. Kein großes Ei da reinstecken. Das muss ich abgeben. Bei Mayonnaise kriege ich richtig viel Kohle, oder? Wir hoffen es mal. Ich habe gestern nicht... Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe gestern nicht gegossen. Wie konnte mir denn das passieren? Wie unangenehm. No. Emotes ausstellen? Du meinst mein Channel-Emotes? Niemals, die bleiben. Hä, was? Um was geht's gerade bei euch? Hab heute einen supi Comment auf YouTube dagelassen. Bei Reni? Reni, hast du ein YouTube-Video gepostet? Ich bin verwirrt. What? Was soll der Mut eigentlich darstellen? Ja, guck dir den Namen an. Er ist müde. Genen. Tired. Müde. So die Cersei da gehend. Konstruktive Kritik zum Thumbnail. Ach so, bei meinem Video. Ja, das habe ich gelesen. Keine Hühnerdusche? Doch, wir machen wieder Hühnerduschen. Aber Hühnerduschen gibt es nicht jeden Tag. Aber die sind jetzt kaputt, die kann ich jetzt vergessen. Puh. Na toll. Meine Ernte. Ach so, ja, also es geht um mein YouTube-Video, dass du da konstruktive Kritik dagelassen hast wegen meinem Thumbnail, weil du es kacke fandest. Spaß, du hast nicht geschrieben, dass es kacke ist. Ich weiß, was du geschrieben hast. Aber ja, habe ich direkt umgesetzt, ne? So schnell konntest du gar nicht schauen. Hat mich zwar eine Stunde Arbeit gekostet, aber wenn meine Follower was wollen, dann kriegen sie es auch. Nicht immer, aber oft. Cersei lost, immer. Immer lost. Oh. So ist sie, Cersei. Gute Punkte werden direkt umgesetzt. Ja, ja, so ist sie. So ist sie, so ist sie. Ich überlege gerade, was ich heute tun soll. Oh, nee, ich habe doch keinen Lauch gekauft. Leute, wir müssen Lauch kaufen.
Geh mal Lauch kaufen und dann angeln. Ich glaube, das ist für den Tag was Gutes. Und dann nehme ich ein großes Ei mit, das ich abgeben kann. Angeln, dann brauche ich Fieberdingangel. Die brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Das nehme ich für die Würmer mit. Okay. Okay, wir brauchen Lauch. Jetzt fühle ich mich schlecht. Nein, geht so. Hör auf, das war Spaß. Alles gut. Alles Gucci. Kirschli, danke schön für deine Lurk-Unterstützung. Was habe ich gerade gemacht? Oh, es ist ja das Fest! Einfach gar nicht gepeilt. Das Eierfest ist heute. Ist das neu? Wartet mal. Nein, nein, das Eierfest ist nicht neu. Nein. Erdbeeren kaufen, genau. Weil da kriegt man das meiste Geld. So viel Erdbeeren kaufen, wie ich kann. Und die auch immer brav gießen, dann kriege ich viel Geld. Aber warum ist keine Musik da? Jetzt mal ehrlich. Hat das nicht normalerweise... Warum war die Musik aus? Warum ist uns das noch nicht aufgefallen heute? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gerade so peinlich. Aber es ist auch dem Chat nicht aufgefallen. Es ist dem Twitch-Chat nicht aufgefallen. Es ist dem TikTok-Chat nicht aufgefallen. Niemandem ist es aufgefallen. Ne, also nicht nur mir die Schuld geben. Ja? Gut, sind wir uns einig. Gut. Weil wir so viel gequatscht haben. Ja, wahrscheinlich liegt es an dem. Ich will Eiersuche machen. Guck mal, ist auch richtig cute hier. Hallo, ich bin der Osterhase. Hallo. Jetzt können wir uns mal umgucken, wen wir denn heiraten wollen. Hier. Lia, richtig süß. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Mani ist vergeben. An diesen Herrn hier. oh, noch nicht beide. Noch nicht. Hier. Also das sind ja wirklich meine drei Favoriten gerade. Die stehen alle. Also ja, Sam habe ich schon. Sebastian auch. Aber Abigail ist halt auch meine Favoritin. Ganz klar Lia. Schon? Ich weiß nicht. Ich schwank gerade so ein bisschen zwischen Abigail und Lia. Weil sie halt ultra süß ist. Also Abigail ist gerade so ein Ticken vorne. Aber wir werden einfach beide mal kennenlernen, ne? Das machen wir wie bei Coral Island. Beide kennenlernen und gucken, wer gefällt uns dann mit den Herzchen-Events und so am besten. Und dann kristallisiert sich das eigentlich ziemlich schnell raus. So, wir machen die Eiersuche. Ich wollte gerade nicht mit dir reden. Lass uns anfangen. So, Eiersuche, Leute. Konzentration, Eiersuche. Für die Kinder und eigentlich sollten ja die Kinder gewinnen, nicht ich. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch. Ihr, die meisten, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ich will Erster werden. Ich will besser. Ich lasse die Kinder nicht gewinnen. Den gönne ich es nicht. Ich gewinne. Nun denn, sind alle bereit? Ich will den größten Preis. Ich will ihn. Ich will ihn. Der Preis ist meiner. Oh, geht weg. Ich habe ein Ei gefunden. Da ist eins. Gut, da. Ha. Da ist noch eins. Hehe. Ja, da ist noch eins. Ich habe schon drei. Vier. Haha, Chess, ich hab's dir voll weggeschnappt. Da ist noch eins. Oh, nimm's doch. Nein, das war die Blume. Da ist eins. Wie komme ich denn da hin? Oh.
dahin, da, so. Okay, 7, ist das gut? Oh, 8, 8, 8, 8! Ja, das ist die Rückseite von dem Truck, alles gut. Oh, Zeit ist um. Reicht das? Reichen 8? Wow, schaut euch all die Eier an! Hoho, wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Ja. Komm schon. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Trommelwirbel, Leute. Trommelwirbel. Ich, komm schon. Sag Dodo. Nein! Hä? Die hat doch nicht mehr Eier als ich. Niemals. Abigail? Ich meine, ja, ich gönn's ihr so ein bisschen. Aber, hä, wie viel hat sie? Sag's doch. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Wieso sagt er denn nicht, wie viel Eier die hat? Ich glaube, das kann man nicht gewinnen. Die sind Lügner. Ich habe Abigail gesehen, die hat gar nichts gefunden. Die cheatet. Die cheatet doch. Ich hätte Eier von Huffy und Puffy mitnehmen sollen. Dann hätte ich auch cheaten können. Das ist doch alles... Nee, das geht nicht nach rechten Dingen zu. Das ist so unfair. Nein, nicht großes Ei essen. Hör auf. Okay, ich habe eh noch ein großes Ei. Dann packe ich das da rein. Das ist doch alles unfair. Ich bin sauer. Na klar kann man das gewinnen. Claudi, aber wie? Wie kann man das gewinnen? Die sagen ja nicht mal, wie viele Eier die anderen haben. Die sagen nicht mal das. Darf ich dir was sagen, was ich in Stardew Valley entdeckt habe? Will dich nicht spoilern, aber es ist so schön. Nein, nicht spoilern, bitte. Bitte nicht spoilern. Das hatten wir gerade erst und ich war mega sauer. Hatte 9 und das hat gereicht. Tatsache. Also ich habe 8 und es hat nicht gereicht. Aber cool, Banana. Hast du das auch ohne Mods geschafft? 9 hätte ich ja auch fast bekommen. Justus, hast du das eingelöst? Wegen der Freundschaftsanfrage? Der Passi übrigens, danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Und Banana auch, danke für dein Follow. Und Paula, danke für dein Follow. Upsi, ein bisschen was übersehen. Ja, hatte ich. Wann denn? Justus. Wann denn? Stimmt, vorgestern. Ich sehe es gerade. Ja. Danke, dass du mich daran erinnerst. Wie heißt du denn? Gießen nicht vergessen heute. Ja. Wie heißt du denn auf der Switch? Und hast du mir schon eine geschickt? Der Hund will auch Wasser. Na, tschüss, Schale. Justus mit Eugen und dunkelblauen Hintergrund. Mach ich nach dem Stream, wenn das für dich passt. Weil die Switches habe ich gerade nicht in dem Raum. So. Also, die Erdbeeren würde ich ja auch richtig gerne anpflanzen. Brauche ich halt noch mehr Energie. Aber die wachsen ja halt auch nach. Das wäre halt richtig cool. Ja, endlich die Musik wieder. Oh, ich habe sie vermisst. Wo war denn die? Wer hat denn die ausgemacht? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich die ausgemacht habe. Also for real nicht. Ich keine Ahnung. Wann ist mir das passiert? Justus, lass dir deine Lasagne schmecken, Mahlzeit.
So. Aber dann machen wir das schnell. Like I never left. Oh nee. Oh, das habe ich ja blöd gemacht. Obwohl, es geht so auch. Das Ding ist, was brauche ich denn nochmal für den Sprinkler? Eisenbahn. Eisen habe ich noch nicht. Eisenbahn auch richtig schwer zu bekommen. Ab welchem Level, also jetzt, das ist kein Spoiler, das ist eine Frage. Ab welchem Level bekomme ich Eisenbahn in der Mine? Ich habe noch ein süßes Schaf bei Animal Crossing entdeckt. Ist das Sarkasmus mit Rabbit? Und willkommen zurück, Sophie. Morgen kommt Princess Peach raus, ja. Ich glaube so ab 30, okay. Morgen kommt Princess Peach raus, yeah. Also die Mayonnaise bringt jetzt nicht so viel. Ich habe gehofft, sie bringt mehr. Aber heute wollte ich eigentlich angeln. Nee, gestern wollte ich schon angeln, aber ich habe keinen Bock auf Angeln. Ich bin ehrlich, ich habe hier keine Lust drauf. Okay, die haben wir abgegeben. Großes Ei und Bohne muss ich noch abgeben. Okay. Ich glaube, ich konzentriere mich aber lieber auf Mine, damit ich schnellstmöglich Sprinkler bekomme und pflanze die Erdbeeren so schon mal, dass ich sie nicht gießen muss. Aber ich pflanze sie. So, weil da kommt dann in der Mitte der Sprinkler hin. Und da stelle ich mich ja eigentlich auch immer zum Gießen so hin. Passt ja dann. Ah, ich freue mich auf den Moment, wo ich nicht mehr gießen muss. Ja. Ab 40? Das ist weit. Okay, Hühner. Ich bin raus für heute. Schnittenschwester, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du da bist. Hab mich sehr gefreut. Die haben heute keine Eier gelegt. Oder ich war schon da. Es ist ja schon wieder 13 Uhr. Konzentrations-Hersi. Ah! So, die gebe ich ab. Und dann ab in die Mine. Ich habe ja noch Energie. Nicht gießen. Mine. Obwohl, das brauche ich auch, das Ding. Wenn ich, falls ich diese Blobs da sehe, also diese Würmer. Guckt diese hier. Oh, Kupfererz, guck. Hat sich ausgezahlt. Alleine für das hat sich schon ausgezahlt. Und Lehm brauchen wir auch. Oh, nee, heute ist Mittwoch. Nee, Sonntag. Oh, da hat Harvey nur bis 12 ab hier. Oh, ich zeig wieder Harvey. Da hat Pierre nur bis 12 auf, oder? Nee, er hat noch auf. Oh. Aber für was laufe ich gerade zu ihm? Ah ja, wegen dem Lauch. Ein Lauch brauche ich von ihm. Weil das habe ich ja kaputt gemacht. Worum geht es bei dem Spiel? Rike, Stardew Valley ist ein Farming-Game, das eigentlich 2016 schon rausgekommen ist, aber vorgestern ist das letzte Update rausgekommen. Mit dem ist noch sehr, sehr viel Content auch erschienen. Und eigentlich ist das Game, das komplette Farming-Game-System revolutioniert hat. Es geht um Farmen, also man übernimmt den Hof vom verstorbenen Opa und versucht, den wieder aufzubauen. Dabei
entdeckt man mega viele Geheimnisse. Also das Game ist richtig krass vielseitig. Ich brauche doch das braune Ei auch. Okay. Und man kann halt Pflanzen anpflanzen, Tiere halten, man kann Opfergaben darbringen, wie du hier siehst. Man kann heiraten, man kann in die Mine gehen, wie wir es jetzt gleich machen. Ey, man kann so viele Dinge machen, angeln. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist Insekten fangen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man kann in Stardew Valley keine Insekten fangen. Irgendwie weird. Kleines Fazit von mir. Hallo Kevin. Habe das noch nie gespielt und finde das Game richtig interessant. Macht Lust auf mehr zu sehen. Es ist auch mega bekannt. Also es ist sehr, sehr beliebt unter den Cozy Gamern. Aber wenn man sich auf die Mine konzentriert, bleibt es nicht für immer cozy. Sag ich mal so am Rande dazu. Was so Monster angeht, die werden natürlich von Level zu Level immer anstrengender. Das ist definitiv so. Braucht man schönreden. Mr. Freezer, danke, dass du mir das sagst. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und hallo, Mr. Freezer. Könntest du aber auch in den TikTok-Chat reinschreiben. Also, es ist cool, dass du es auf Twitch sagst. Aber ich hätte es auf TikTok auch gelesen. Also, es fällt mir gerade nicht schwer, da auch mitzulesen. Aber steht ja dran, dass ich eher den Fokus auf den Twitch-Chat habe, ne? Danke dir. Emily, Hallöchen, willkommen und danke für dein Follow. Jasmin, guten Abend, hi. Oh. Oh, Erdkristalle finde ich jetzt gar nicht so wenige. Oh, ich gehe gleich tiefer, vielleicht schaffen wir es ja auf Level 15. Oh, dieses Mistvieh. Aua! So doof, wenn man von vorne und hinten attackiert wird einfach. Ich muss auch aufpassen wegen dieser Erde. Da könnten auch Monster rauskommen. Ja, guckt. Hab mich schon erwischt. Ey, dieses Kackvieh. Sorry. Ja, da ist es schon wieder. So, jetzt ist es kaputt. Kirschbombe. Oh, es ist noch eins da. Ja, ich glaube, Level 15 wird nichts mehr. Ah, ja, toll. Man braucht die ja auch für die Gilde. Man sollte die ja auch immer bekämpfen, aber die sind so nervig. Nein, geht so, ich rede nicht von dir. Nein, nein, nein. Sorry, dass das Game ab und zu weg ist. Das passiert, wenn ich rausgehe kurz. Um Mod-Dinge zu erledigen in meinem Chat.
Ich habe keine Energy. Oh, ich habe ja, was mit. Guck mal. 25 Energie kriege ich davon, von den grünen Bohnen. Wäre wahrscheinlich besser, die zu verkaufen. Vor allem ist es ja auch schon spät. Oh, Level 14. Naja. Jetzt ist natürlich was anderes. Ich könnte aber jetzt hier richtig krass Pech haben und den Abgang nicht finden. Ich esse trotzdem mal. Meine Gesundheit ist ja auch gut. Bitte schön, bitte ein bisschen Glück. Gehört auch dazu. Oh, nicht dieses Vieh schon wieder. Versteht ihr, warum diese Fliegedinger, also diese komischen Insekten, die nur nach oben oder unten fliegen, meine Lieblingsgegner sind? Versteht ihr das? Mr. Freezer übrigens, vielen, vielen Dank für dein Teamherz auf TikTok, ne? Danke dir. Wenn sie von uns redet, sagt sie Kaktussen. Nein! Das stimmt gar nicht. Fake News, Fake News. Das ist nicht wahr. Nein. Oh no. Nein! Ach komm schon. Nein, jetzt kommen ganz viele Gegner. Oh, da ist ja das Loch. Oh, schnell. Warum war das da schon? Und warum wusste ich nichts davon? Okay, ciao. Bin dann mal weg. Morgen ist endlich Freitag. Ja. Und Samstag, Sonntag ist die Cersei. 12 Stunden live von 9 bis 9, Leute. Samstag, Sonntag. Es würde mich so freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet in den 2 12-Stunden-Streams. Wir machen ganz viele tolle Sachen zusammen. Auch Community-Spiele. Ice Cream, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. Emily, auch danke für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo Ice Cream, wie geht's? Wie lange sind wir denn heute schon live? Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht, weil hier alles voller Fenster ist. So, Mayonnaise könnte ich ja auch noch mal reinklatschen hier. Eine Süßkartoffel habe ich gefunden. Okay, das braune Ei habe ich jetzt nicht mehr. Dann hoffe ich, dass Puffy da bald mal ein braunes Ei legt. Das fehlt mir jetzt. 3,5 Stunden. Dankeschön, Madwebin. Dankeschön, Hannah. Na, aber sicher schauen wir vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen, Jasmin. Gut, das ist schön zu hören, Eiscreme. 1000er haben wir gemacht. Das ist auch gut. Aber wir leveln gerade nicht wirklich. Oh. Es ist Gewitter draußen. Oh, oh, oh. Aber ich brauche nicht gießen. Ja. Yeah. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Oma. Danke, Oma. Das ist cool. Also mein, es ist blöd, aber cool, dass du es mir sagst. Das ist echt eine feine Oma, die wir da haben. So, weitere Barren machen. Ist ja klar. Lauch müssen wir pflanzen. Süßkartoffeln müssen wir abgeben, sehe ich gerade. Und dann hier mal der Lauch hin. Oh, und ich kann ernten. Schön.
Ich habe noch ein paar Samen für den Frühling. Ja, 6. So. Gut, die Erdbeeren sind auch automatisch gegossen. Schön. Danke für eure Lurk und die Schießung. Danke, Kirschli. So, hier habe ich alles abgegeben. Okay, da brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Die Süßkartoffel. Die Süßkartoffel darf ich noch nicht verkaufen. Aber den Rest kann ich verkaufen. Mayonnaise auch. Und schon wieder der nächste Barren fertig. Easy. Die wachsen ja auch. Die schmelzen sich auch mega schnell zusammen, diese Kupferbahn. Bei den Goldbahnen, glaube ich, wird es dann richtig lang. So, hallo Puffy, hallo Huffy. Puffy, kannst du bitte ein großes Ei für mich legen morgen? Danke. Das wäre toll. So, Süßkartoffel abgeben. Dann würde ich sagen, wir hauen uns eigentlich direkt wieder in die Mine. Ich nehme die 2 großen Eier mit. Zum Essen. Aber jetzt, wo die Energie noch so voll ist, weil ich nicht gießen muss. Nein! Okay, stopp! Nein, doch was anderes geplant. Hallo Niki, okay, hallo. Hier, die sind fertig. Wir können die Lachsbeeren ernten. Das, okay, das ist jetzt Priorität Nummer 1. Weil die Lachsbeeren... Okay, wir gehen Lachsbeeren ernten. Vergesst die Mina, ich nehme die Angel noch mit. Aber die Lachsbeeren, da kriege ich so viel Geld, wenn ich die alle sammle. Die kommen ja genau erst in der 2. Hälfte vom Frühling. Ab da kann man die Lachsbeeren ernten. Lachsbeeren, schmecken die nach Fisch? Ich habe noch nie Lachsbeeren gegessen. Ich weiß es nicht. Genau, aber es ist nur die Hälfte reif, ne? Es sind nicht alle reif. So, aber da muss ich halt überall rumgucken. Die wachsen überall. Gefühlt. Ich habe mich eingeschlossen. Nein. Ich hätte vielleicht doch irgendwie ein Werkzeug mitnehmen sollen. Eventuell. Schnutti, Hallöchen. Ich komme da nicht hin. Das ist ja richtig mies. Okay. Sammel die Lachsbeere ein. Ah ja, wir müssen ja sowieso die Axt von Robin noch finden. Die ist eh irgendwo hier. Nein. Nein. Ernten bitte. Ein mysteriöses Haus. Da bin ich zum Beispiel in der Story auch noch nie weitergekommen. Mit dem kann man ja auch irgendwas anstellen. Oh, Lauch ist auch ready. Oh, sehr viel Lauch. Wow. Komische Geräusche. Wir lieben Lauch. Okay, ich habe jetzt hier eine Weile nicht geguckt. Da ist die Axt, guck mal. Liegt da oben. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sich ja danach. Ja. Ihr habt die Axt. Es spuckt. Es spuckt. Es spukt. Es spukt. Warum habe ich da jetzt spuckt gelesen? Echt, manchmal weiß man es nicht, was in meinem Hirn vorgeht. Lauch wird morgen gekauft. Ja, ey, ich liebe Lauchnudeln. Galigilik-Nudeln.
Habe ich ewig nicht mehr gemacht jetzt, weil wir nie Lauch gekauft haben. Aber müssen wir auf jeden Fall mal wieder machen. Leute, wann war dieser Tag, wann der Strand aufgeräumt wird? Das weiß ich auch nicht mehr. Es gibt so einen Tag, also es gibt so eine Woche, wo... Nee, wartet mal. An 6 Tagen wird der Strand nicht aufgeräumt. Und dann an einem bestimmten Tag, ich glaube Samstag, oder? Oder Sonntag? Ich weiß nicht, ob ihr gerade wisst, was ich meine, weil ich so verwirrend rede. Aber da sammeln sich die ganzen Muscheln am Strand und dann gibt es einen Tag in der Woche, wo die alle aufgeräumt werden und dann sind hier keine Muscheln mehr und dann spawnen die über die Woche wieder neu. Da lebt die Hutmaus drin. Ja, Claudi, und das ist so ein Beispiel. Schade, dass ich das jetzt gerade vorgelesen habe, aber das ist ein Spoiler für Leute, die neu anfangen. Uncool. Sehr, sehr uncool, weil ich habe nicht gefragt danach, was damit passiert. Ich habe nur gesagt, dass während der Story was damit passiert. Voll uncool, wenn man spoilert. Mach das bitte nicht. Ah ja, das war das nochmal. Lachsbären. Wer hat noch mehr Lachsbären für mich? Gucken mal kurz zu Clint, was ich denn für eine bessere Spitzhacke oder so brauche. Kupferhacke, genau. 5 Barren und 2000. Voll teuer. Zu teuer. Lachsbären. Wo sind die ganzen Lachsbären? Würmer. Sind hier gar keine mehr? Sind die nur unten? Dann waren es die 12 jetzt. So viel waren es gar nicht. Vielleicht bin ich aber im Sammeln auch noch richtig schlecht. Mein Level ist da wahrscheinlich richtig mies. Ah, da ist noch einer. Sorry, wollte nicht spoilern, tut mir wirklich leid. Du hast... Ich habe nur die Nachricht gelöscht. Ich habe dich daran erinnert, dass es uncool ist. Ich habe nicht geschimpft. Alles gut, Claudi. Aber... Dass du es auch für die anderen Stream-Chats und so weißt, in Zukunft, wenn du auch bei anderen Streamern bist. Spoilern ist nicht cool. Also mach's nicht. Der Strand räumt sich auf, ja, einmal in der Woche, Patricia. Also, die Sachen spawnen halt jeden Tag und das summiert sich so 6 Tage lang und dann gibt's einen Tag in der Woche, wo das dann alles weg ist und dann spawnen die Dinge wieder neu, wenn man sich aufgehoben hat. Und das wäre richtig schön zu wissen, wann das ist. Weil ich es nicht mehr weiß. Du meinst in-game? Ja! In-game! Vielleicht obenrum bei der Bushaltestelle. Was ist obenrum bei der Bushaltestelle? Ach, Lachsbären. Ja, voll, da muss ich noch gucken. Wenn ich nach Hause gehe, gucke ich da. Obenrum bei der Bushaltestelle. Ich habe gerade an irgendwas weirdes anderes gedacht, aber nicht an das, was ich denken hätte sollen. Wisst ihr, was ich meine? So. Wo ist denn diese komische Süßkartoffel gefragt? Hier. Aber wo? Ei? Hier! Im Herbst! Krass! Im Herbst einfach. Übrigens wollte ich auch Köder machen. ‘65 Köder! Cool. Das sind viele. Geh mal ein bisschen Flussangeln. Ich will die Krabbenreusen endlich bekommen. Muss die aber noch dranhängen, sonst gelten die nicht.
Und beim Heimgehen gehen wir nochmal bei der Bushaltestelle vorbei. Das ist ein neuer Fisch, oder? Könnte sein. Oh, ich will die Truhe. Ich will eigentlich super gern die Truhe haben. So, wir schaffen das. Konzentration. Höchste Konzentration. Eieiei. Oh. So. Blaubarsch! Yes! Neuer Fisch! Es hat sich voll gelohnt. Oh, und 4 Gioden. Holy guacamole. Fast verloren. Will kurz nach Essen fragen. Yes. Neuer Fisch? Nee, nochmal Blaubarsch. Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir nehmen Blaubarsch gerne. Zerbrochene CD. Florian, mir geht's gut. Wie geht's dir? Oh, Sunny, du bist das. Sunny. Mal kurz nach Essen fragen, weil wir haben noch nicht Abend gegessen. Nach dem Stream werden wir Abend essen. Erinnert mich an SpongeBob. Nein, nicht schon wieder Schwarzbarsch. Nein, komm schon. Wir haben genug Schwarzbarsch. Bitte nicht. Ey, Jasmin, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bye bye und schön, dass du da warst. SpongeBob, Schwarmkopf. SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob, Schwammkopf. Ey, Terrorbrezel, da sieht man sich wieder. Hab dich ja gestern schon gesehen. War das gestern? War es gestern? Das L-I- Das habe ich heute schon gesungen, das Lagerhörlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-I-R, Lagerfeuerlied. Das Lied geht nach Wäschneiler, dann bis wann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Ich kann nicht mehr angeln, während ich singe. Wir brauchen ein Fischerlied. Dodo Donner, Hallöchen. Ich bin der Dodo, heute auf dich gestoßen. Wer jetzt dein Let's Play verfolgen? Hallo, Dodo Donner. Ich habe eine gewisse Ehrfurcht vor dir. Hey Dodo, ich bin der Dodo, wie süß ist das? Zwei Dodos, die sich treffen. Hallo! War gestern. Gruselig, oder? Wann werden wir endlich aufsteigen im Level beim Angeln? Blaubarsch, neuer Rekord, yeah! Ich will einen neuen Fisch, bitte. Bitte einmal einen neuen Fisch. Aus dem Nichts taucht eine Cersei auf. Es ist immer so. Es ist ja nicht so, als hätte ich einen Streamplan oder so. Ich bin immer aus dem Nichts da. Oh, habe ich jetzt die Truhe bekommen? Ja. Oh, das war knapp. Oh Gott, okay. Ja. Naja. Grüß dich, Terrorbrezel. Servus. Schön, dass du da bist. Ich will die Truhe. Ich will sie. Ich will sie. Ich habe sie eigentlich nicht verdient, weil das war mega schlecht. Einmal dieses Schwarzbärsche. Oh. War eine gute Truhe. Bitte keine Ehrfurcht. Ich bin nur ein random Dude. Okay. Aber Dodo Donner. Das hört sich so... Weiß nicht an. So. Ich habe Angst. Ja! Seid ihr stolz auf mich? Chat, seid ihr stolz auf mich? Komm schon, mach Schulterklopfi. Mach Schulterklopfi, Chat. Bitte. Oder so. Da gibt's eine Emote. Let's go. Joma, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Bis bald.
Leute, im Chat auf Twitch und TikTok, vergesst nicht, Samstag, Sonntag, 12er Streams, ne? 9 bis 9 bin ich da für euch. Ganzes Wochenende. Gibt es den von mir nicht mehr, diesen Lob-Emote? Es gibt keinen Loben-Emote mehr von mir? Doch. Nein, jetzt fange ich wieder nur Müll. Es gibt den wirklich nicht mehr? Hm. Habe ich den rausgemacht? Okay, jetzt fange ich sowieso nichts mehr Gutes, oder? Oder fangen jetzt erst die Nachtfische an? Ich mache noch zwei, okay? Zwei mache ich noch. Zwei echte Fische. Kein Müll. Der ist auch gut, Déjà-vu. Jetzt beißt nichts mehr. Oh, der ist schwierig. So einen Ruckartigen hatten wir noch nie. Oh mein Gott. Ey. Nein, komm schon. Ey, ist der gemein. Was ist denn mit dir? Den schaffe ich nicht, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, das wird nichts. Naja. Ich hab gekämpft! Sorry. Ich hab echt hart gekämpft. Jetzt bin ich sauer. Ich hab keine Energie mehr. Das ist halt wieder so ein Chillfisch. Wahrscheinlich so ein Schwarzbarsch. Ja, was denn sonst, oder? Wer mag Angeln in Farming Games? Niemand mag Angeln in Farming Games. Was soll das eigentlich? Sorry. Es muss mal gesagt werden. Das ist einfach Kacke. Hayley, hallo. Obenrum. Nee, war's obenrum. Nein. Ja, obenrum auch, aber hier auch. Hier muss ich auch noch gucken. Bushaltestelle. Guck mal, hier. Ach, hier ist nichts. Das ist auch obenrum. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Okay, der Blauwasch muss ich tatsächlich abgeben. Und die Brasse auch. Krass. Krass, krass, krass. Das ist auch obenrum. Nein, es ist Mitte rum. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Nee, das sind noch keine. Das sind noch keine Lachsbären. Ich streame am Samstag ab 9 Uhr vormittags bis 9 Uhr abends und sonntags genauso. 9 bis 9, 9 bis 9, 9 bis 9. Ganz easy zu merken. Ein Ei. Danke. Packen wir hier rein. Und wartet, verkaufen müssen wir auch noch was, die ganzen Fischis. Müll. Niesmuschel? Mayonnaise. Ich habe die Brasse jetzt eh nicht verkauft. Nein. Gut. Okay, Sophie, ja! Nein, bis dahin! Oh, Krabbenhäuser, 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 Krabbenhäuser. Ja! Endlich! Hat ja lange genug gedauert. 1399. Wie viel? Mann, ich finde das immer so beruhigend. Kann man
dabei häkeln. Ja, häkeln ist schön. Häkeln ist ein tolles Hobby. Oh, guck mal, wie schön es heute ist. Wow. Richtig Frühling hier. So, Nacho wartet eigentlich schon wieder auf sein Wasserchen. Der arme Hund. Hat schon wieder nichts bekommen. So, was ist hier los? Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierres Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht vorbei? Ja. Ich verkaufe Hüte. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die Hütte deines Großvaters lustig gemacht hat. Was will sie jetzt schon wieder? Eine kleine Gebühr. Mehr Platz. Ja, für das habe ich jetzt noch keine Kapazitäten. Oh, Blumenkohl ist fertig. Oh, ich habe den Frühlingspack. Blumenkohl war das letzte, das mir vom Frühling im Gemeindezentrum fehlt. Und Samtpfote, Hallöchen und vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. Sophie, ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Ich verabschiede mich für heute. Den Stream bei der lieben Cersei. Danke, Sophie. Bis bald. Wie geht's eigentlich deinem Pflanzen? Gut, ich soll sie mal wieder gießen. Ich sollte. Eventuell. So, hoffentlich hat Puffy ein großes Ei gelegt. Nein, das ist klein. Och, Puffy. Ach, Puffy. Ich hab so Lust zu spielen. Barry, du warst es mit der Konsole, oder? Ich fühl's. Es tut mir so leid. Aber du kannst ja spielen. Aber es ist halt das Update noch nicht da. Du kannst ja spielen. Kirschli, willkommen zurück. Hallo. Vorhin schrieb jemand, dass du die anderen ruhig auch gießen sollst. Sind wohl noch nicht tot. Echt? Ja, dann gieße ich die. Dann gieße ich die ja. Ja, auch okay. Aber du willst auch die neue Farm-Map ausprobieren, oder? Du wolltest auch neu anfangen. So, die kleinen Eier bringen mir ja nichts. Die packe ich da rein. Nervig, dass man nur ein Ei da reinpacken kann. So. Hier brauche ich nichts mehr abgeben. Doch. Ach so, ja, Steine und Holz, okay. Alles gut. Ach, wartet mal. So, das packe ich alles rein, weil das muss ich zwar... Warte mal. Hä? Ich vergesse, während ich im Satz bin, was ich sagen wollte. Was ist denn los mit mir? Die packe ich da rein, weil ich gebe zwar nur die Dinge ab, aber verkaufen will ich sie auch noch nicht. So, das wollte ich sagen. Das gehört Robin. Wir gehen in die Mine heute. Das heißt, das und das mitnehmen. Das da lassen. Den Rest abgeben. Manchmal habe ich echt Schwierigkeiten. Ach nee, jetzt sind ja wieder Lachsbären da. Bisschen ärgerlich ja auch, weil eigentlich sollte ich die aufsammeln, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock. Mad Rabbit, ruhig. Oh, da war Robin. Egal, jetzt muss sie warten. So,
So, einmal der hier. Da fehlt mir noch Katzenfisch und Tigerforelle. Nein. Da. So, und dann habe ich noch Blumenkohl, der hier fehlt. Ja, abgeschlossen! Woo! Geschwindwachsdünger, ja! Die packe ich auf die Erdbeeren rauf. Save the plants, save the sehr süß. Okay, das ist jetzt das mit der Biene. Die Barren und so. Alles Klärchen. So, Robin, wo bist du jetzt hingegangen? Die war irgendwie unterwegs hier runter, oder? Ja, da ist sie noch. Guck mal. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Oh, das ist nicht gut. Ja, Geld. Bauen wir immer. Ich streame auf Twitch, ja. Das ist richtig. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Lust habt, ne? Liebe TikTok-Zuschauer. Ah, diese Lachsbeeren. Aber ist ja eigentlich auch gut für die Mine, wenn ich da die Lachsbeeren mit habe, weil die kann ich ja einfach auch wegsnacken, ne? Also so ein Snack zwischendurch sind die natürlich auch. Ich bin ganz brav, meistens ab und zu, wenn ich schlafe. Okay, nicht mal dann. Was? Was machst du denn im Schlaf mit Rabbit? Ich will es nicht wissen, sag es nicht, aber... okay. Auf meiner Hauptfarm habe ich den Krampf, weil ich eine super seltene Sache für die Late Story der Junimus abgeben muss. Puh. Ja, ja, ja. Das kann schon anstrengend werden mit der Zeit. Also das Spiel wird auch mit der Zeit kniffliger, ne? Auch was die Mine angeht. Das wird schon eine Herausforderung mit der Zeit. Aber wir meistern diese Herausforderungen natürlich. Wir sind ja toll und gut und Profis. Wir sind sowieso Profis in jedem Game. Falls ihr das nicht wusstet. Wir haben immer Profi-Modus aktiviert. Nehmt mich nicht ernst, ne? Ganz wichtig. Ich soll das eigentlich irgendwo mal hinschreiben. Dass man meine Aussagen bitte nicht ernst nehmen soll. Ja, Profi-Modus, man merkt's. Oh. Warte, die werden ja alle... Die schlüpfen alle, oder? Das sind so Larvendinger. Die ja dann schlüpfen und grantig werden. Ja, der jetzt. Der ist jetzt grantig. Der hat sich jetzt verpuppt. Okay. Der ist noch nicht verpuppt. Aber der Rückstoß ist da eigentlich gar nicht so klug. Jetzt hat er sich verpuppt, okay. Dass da wieder nur Gegner sind. Ich will ein besseres Schwert haben. Mal diese Fliege. Was ist das eigentlich? Ist ja keine Fliege. Was ist das eigentlich? Was meinst du, ist in Hogwarts Legacy Cashley? Alles sie verpuppt sich wieder. Ah, oh, die verpuppt sich auch. Na toll. Ey, so nervig, ne? Könnt ihr dann bitte mal das Loch für mich aufmachen? Nein? So,
Samtpfote, Hallöchen. Du streamst, das wissen wir. Da wissen wir, dass... Haha. Was? Sind diese Teile? War ja so klar, dass das nur Gegner sind hier. Könnt ihr bitte mal das Loch aufmachen? Ey, ich bin Level 16. Das ist das erste Level, dass ich runtergegangen bin. Ich habe noch kein Erz gefunden. Ey, ich habe aber auch Pech. Da gehört schon ein Stück Pech dazu. Also ich hatte echt in der Mine anfangs noch nie so schwierig wie hier bei diesem Durchgang. Das erste Mal Hallöchen, Hallöchen. Ich hatte mal das Glück, ganz am Anfang diese Neptunschwert zu angeln. Oh ja, das ist Glück. Hä, aber jetzt mal ehrlich. Wo ist das Loch? Wo? Bin ich blind? Nein, oder? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch. Dieses Game macht mich fertig. Dieses Game macht mich fertig. Das Loch spawnt, wenn du alle Gegner besiegst. Ach doch. Okay. Es ist bei dem Level auch so. Aber warum habe ich schon 2 Gegnerlevel gehabt? Das ist doch Pain. So, das Erz nehme ich aber noch mit. Tom Nook nervt. Der nervt auch, ja. Aber das Loch finden nervt auch. So. Ja, der kommt da wieder raus. Alles klar. Verzieh dich. Blödes Slimy. Ich schaffe ja doch noch Level 20. Oh. Komm, komm. Komm, komm, komm. Es regt mich so auf, dass dieses Schwert so schlecht ist. Ach, noch einer. Ich habe auch tatsächlich mal einen Reward bekommen von so einer Fliege. Oder war es eine Fledermaus? Ich weiß es nicht. Manchmal droppen die ja was. Und da hatte ich auch mal, dass eine Waffe gedroppt hat. Aber diese Fledermaus hatte so einen krassen Rückstoß, dass dieser Drop innerhalb von dieser Plateauwand da war. Und ich hatte keinen groß genugen Radius, dass ich diese aufsammeln konnte. Und ich musste schweren Herzens dieses Level verlassen. Obwohl das gedroppt worden ist. Kirschli, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bye bye, wir sehen uns. Das war so Pain. Ich sag's euch. So, ich weiche euch jetzt einfach aus, weil ich habe keinen Bock auf euch. Dich auch nicht übrigens. Drei Kupfererz. Yeah. Oh, ich bin fast tot. Ah, nein, 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 geh weg, nein! Oh mein Gott, nein, nein. Die Lachsbären helfen nicht bei der Gesundheit, fast nicht. Oh mein Gott. Geh weg, blöder Schleim, geh weg, blöder Nebelschleim,
Kack, weiß ich, was du bist. Geh weg einfach. Okay, ich habe gerade Glück, dass nichts kommt, während ich esse. Und es ist auch total spät. Also dieser Nebel kündigt immer eine Welle an solchen Fliegen an. An Gegner. Falls ihr das nicht wusstet. Ihr seht schon, jetzt kommen richtig viele. Das könnten auch noch mehr sein, wenn ich Pech habe. Nein, ich will nicht sterben. Oh. Das ist bei der blöden Waffe. Nein. Und es ist total spät. Ich komme gar nicht mehr nach Hause. Okay, sie ist weg, die Welle. Sehr schön. Ich will noch Level 20 und dann kann ich raus mit dem Lift. Warum kommt da jetzt noch eine? Muss das sein? Ja, es ist spät. Ich weiß, es ist spät. Girl, ich weiß, es ist sehr spät. Pech will man haben. Okay, okay. Es hat sich nichts aufgetan. Willst du mich veräppeln? Ich grab jetzt einfach nach dem Loch. Ich kann nichts anders machen. Ich kann die Gegner nicht besiegen. Ich schaff's nicht mehr nach Hause, sonst... Ich schaff's auch, glaube ich, nicht mehr nach Hause. Aber Level 20 vielleicht noch? Aber ich droppe ja dann was, oder? Wenn ich hier sterbe. Ich schaff's einfach nicht mehr. Nein, das ist jetzt unmöglich. Okay, mein erster Tod in Stardew Valley. Alles klar. Easy. Mach mal. Beziehungsweise mein erster Ohnmachtsanfall. Und dann habe ich es nicht mal zu Level 20 geschafft. Schade. Ich hoffe, ich droppe auch nichts Schlimmes jetzt. Karottensamen sind was Gutes. Ja, ciao. Ciao, Leute. Kampfstufe 2 zumindest. Lebenselixier. Oh Mist. Ich kann eine bestimmte Sache zurückholen, ja. Ich habe jetzt nichts gedroppt, was mir groß auffällt. Habe ich die Angel gedroppt? Wir werden es uns das nächste Mal angucken. An meine lieben YouTube-Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schön, dass ihr bei Part Nummer 2 vom Stardew Valley Let's Play mit dabei wart. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, vergesst nicht, ein Abo da zu lassen und auf meinen anderen Kanälen vorbeizuschauen. Auf meinem YouTube-Hauptkanal heiße ich PlayfulDodo, auf Twitch heiße ich auch PlayfulDodo, auf TikTok auch und auf Instagram auch. Leicht zu merken für euch YouTube-Zuschauer. Und wer auf YouTube vorbeigucken möchte, da heiße ich StreamingDodo. Bye, bye an die YouTube-Zuschauer. Ciao!